Hallo Welt, hallo Lambert, hallo Henning. Hallo Claudia. Hallo Claudia, hallo Henning. Hallo Lambert. Der Oh. Forschungsstrom ist da. Es war gerade so ein bisschen wie auf unserer kleinen Farm. Gute Nacht, gute Nacht. Endlich wieder Forschungsstrom, Kinders. Ich habe schon Entzugsentscheidungen gehabt nach euch. Wir konnten euch ja nicht so lange warten lassen. Das Ja, genau euch. Ne? Waren nicht wir, die Lust hatten. Oh, ach doch, doch. Ja, wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's uns allen? Genau, Chat, erzählt es uns. Also ich kann nicht klagen. Mir geht's gut, gesundheitlich und auch vom Geiste erstaunlich resilient fühle ich mich. Und bei euch? Ja, also erstaunlich resilient bin ich mittlerweile auch. Also man hat sich, man könnte sagen, man ist angekommen irgendwie in der Situation und das ist so alles noch nicht schön, aber es ist, man kommt damit zurecht. Und bei dir, Lambert, wie sieht's aus? Ja, also ich muss sagen, dass in meinem Team an der TIB die Leute, die parallel zum Homeoffice so kleine Kinder zu Hause zu hüten haben und jetzt immer noch ohne Perspektive, wann und wie es mit der Betreuung weitergeht, eieieiei, das zehrt an den Nerven. Also man bekommt es so mit. Aber ich meine, ich kann persönlich ansonsten nicht klagen. Das ist doch schön. Ich hoffe, euch im Chat geht's auch gut. Kennt einer einen, der einen kennt, der Covid hatte? Nee, ich, Nein. also nur so Promis irgendwie aus, über die man in den Medien gelesen hat, aber jetzt persönlich könnte ich das nicht sagen, nee. Also, ich kenne niemanden persönlich in Form von kennen, dass ich mit sagen würde, ich kenne diese Person, aber ich hatte ja Kontakt mit einer Person, die positiv getestet wurde und war ja ein paar Tage in Quarantäne, aber kennen würde ich es nicht nennen. Und bei dir, Lambert? Kontakt zu Risikogruppen, aber nicht tatsächlich nicht zu einer Person, die Covid hatte, ja. Ja, ich glaube, das wird sich aber wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass es irgendwann so ist. Gut. Tja. So, was haben wir denn heute Ja, und vor? eigentlich hatten wir gesagt, wir wollten einen Termin im Mai machen und dann Ja. haben wir jetzt hatten wir auch schon mal die Überlegung, eine Gästin oder einen Gast dazu zu holen und da hat sich auch über Twitter schon was ergeben, aber die Heidi, die als erstes sich, glaube ich, gemeldet hatte, die konnte heute leider nicht, ne? Ja, also der große Plan, wir laden jemanden ein und sprechen über die Forschung dieser Person mit ihr und mit euch. Die ist, hat sich auf den nächsten Forschungsstrom verschoben. Deswegen mussten wir uns jetzt was anderes überlegen. Ja, was macht man Aber jetzt? wir haben, um es mal so zu formulieren, wir haben Kontakt zu Menschen, die Forschung hatten. Ja, Ach ja. so, oh, sind wir da Ziel, Gefährdungsgruppe, wie heißt das? Kontaktpersonen sind wir da. Hochrisikogruppe. Ja, Und Forschungsrisikogruppe. also nach wie vor diese Idee bewegt uns und euch vielleicht auch, wenn ihr da Ideen habt oder so, ist weiterhin ein ganz akuter Gedanke, genau, dass wir es machen. Falls ihr Leute kennt, die wir vielleicht hier mal einladen sollten, dann sagt uns doch Bescheid. Das wäre ganz schön. Also vielleicht gibt es ja auch nicht nur konkret Personen, sondern auch ein konkretes Thema oder so. Ne? Dann kann man ja da mal suchen, den man findet, der sich da vielleicht bereit erklärt. Ja, hier wird gerade im Chat erwähnt, aber Mai in eurem Stream wäre ja auch mal was. Naja, gleich die Superstars der Wissenschaftskommunikation, das ist ja steil eingestiegen. Ja. Aber Mai hat ja auch heute noch einen schönen Tweet abgesetzt, Mighty Neum Kim, dass eigentlich ihre für Donnerstag geplante Erscheinung auf Sonntag verschoben ist, aber sie hätte eine Elternzeitvertretung, hätte ich beinahe gesagt, und hatte dann darunter einen Tweet eingebettet, wo Dr. Merkel auf der Pressekonferenz gestern nochmal erklärt hat, wie das mit R gleich 1,0, R gleich 1,1 oder R gleich 1,3 irgendwie so ist. Und Ja, schön. insofern hat Frau Merkel dann meine noch jetzt vertreten für heute. Das fand ich auch ganz schön.
Aber manchmal ist es doch nicht schlecht, irgendwie eine Physikerin als Bundeskanzlerin zu haben, muss sogar ich als Nicht-CDU-Wähler mal sagen. Ja, hat was, wenn jemand diese Zusammenhänge oder Sachen gut versteht und gut erklären kann. Das ist... Ja, und auch dann irgendwie, wo man sich dann für den Entscheidungen, die getroffen werden, ein bisschen wohler fühlt, als wäre das so ein orangenes Männchen aus Amerika. Ja. Ich habe in meinem Umfeld jetzt in den letzten Wochen wieder mehr mit Leuten zu tun gehabt aus dem Feld Public Health, also die Leute, die fortbilden, die an den Gesundheitsämtern arbeiten und so. Und da habe ich den lustigen Spruch gehört, jetzt mehr als einmal, ja, jetzt ist unser Thema in den Schlagzeilen. Aber es sind ja vor allem die Virologen, die gefragt sind oder so. Also ja. So ein bisschen so Anerkennung dafür, ja, Leute interessieren sich oder sowas. Aber was eigentlich ja jetzt das Thema ist, ist Public Health. Aber die Debatte dreht sich um einen Virologen. Fand ich lustig. Ja, aber da hast du ja auch was ganz Tolles gemacht, fällt mir gerade ein. Ah, so, ja, genau. Hallo, du hast da doch, also ich habe gesehen, dass du da ein Papier raus, also mitgeholfen hast, ein Papier herauszubringen. Genau, ja, so viel Querverweis auf die eigene Arbeit sei erlaubt. Wir zumal reden heute über unsere Forschung. Genau, ja, das ist, worauf Claudia anspielt, ist das neueste Projekt von uns an der TIP gewesen. Wir haben das Pre-Release gehabt von dem Handbuch Krisenmanagement. Ein Hand- und Lehrbuch zum Thema Krisenmanagement, so wie es sozusagen das praxisrelevante Wissen ist für die Fachärzte an den Gesundheitsämtern, aber auch für manche niedergelassenen Ärzte. Und das war so ein Kooperationsprojekt, wo wir mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, die machen so, ja, in Deutschland, in vielen Bundesländern jedenfalls, diese berufliche Bildung da, ne, in dem Bereich. Da hatten wir schon, das ist lange, lange vor Corona-Zeiten war das gestartet. Das war in Wirklichkeit schon im Frühjahr 2019 gestartet. Da hatten wir mit vielen eingeladenen Experten und Experten, unter anderem auch vom RKI und so natürlich, eine Reihe von Lehrbüchern schon geschrieben. Und die werden jetzt so peu à peu, wir haben schon so einige in der Pipeline. In einem weiteren Ding wird es um Kontakte identifizieren bei Pandemien gehen und Kontakttracing, also alles gerade sehr zeitgemäß, haben wir zufällig ein gutes, wir sind Krisengewinnler, wir haben zufällig eben gehabt, dass es gerade unglaublich gut passt. Ihr hättet wahrscheinlich lieber Pech gehabt, ne? Ja, also. Es ist keine Ehre in Vorbeugung, sagen die Public Health Leute immer, ne? Also die There's no glory in prevention. Ja. Exakt, so geht der Spruch. Ne? Und das Schöne jetzt so aus meiner Sicht, das ist jetzt so mein Anteil gewesen an dieser Lehrbuchserie, ist, dass das alles open ist. Ne? Das sind Texte, die als Repository bei GitHub gehostet sind und wo man dann schöne Sachen machen kann mit dem Text und es gut verbreiten kann, gut einsetzen kann. Und es geht jetzt gerade richtig los und ich hoffe, dass ich dann vielleicht irgendwann in einer der künftigen Sendungen dann nochmal sagen kann, ob wir was Interessantes gehört haben, wie es auch angekommen ist bei den Zielgruppen, ob es was geholfen hat, alles digital, online, frei zugänglich zu haben oder so. Ich hoffe es natürlich. Ja, echt schön. Also das hatte ich gesehen und dachte so, wow, was für ein Timing. Ja. Habt ihr euch das auch ausgesucht oder war das jetzt Zufall? Hätte das genauso gut... Habt ihr das aus der Kiste geholt, als ihr gemerkt habt, Kinders, das Thema geht steil? Das ist eine gute Frage, Henning, genau. Also eigentlich wäre der Zeitplan so gewesen, dass wir so ein bisschen später im Frühjahr, also schon so in den nächsten Wochen, Monaten, aber ein bisschen später die erste Ausgabe gestartet hätten. Und dann haben wir gedacht, so, passt auf, wir machen jetzt einen Pre-Release und bündeln mal das, was mit Krisenmanagement im engeren Sinne zu tun hat, zu einem Band. So, das ist ja das Schöne an diesen digitalen Inhalten, dass es alles so flüssig ist. Man kann überlegen, okay, jetzt schneiden wir das mal so zurecht und hauen es jetzt schon mal raus. Es geht, nicht? Warum nicht? Und hat insoweit gepasst. Ja. Ja. Ich höre jetzt irgendwie an vielen Stellen, dass in der Krise auch solches zur Verfügung stellen von Informationsmaterial oder auch das zur Verfügung stellen von Daten oder Auswertungssoftware oder was alles ist, dass das zugenommen habe. Sind ja eigentlich eure Arbeitsbereiche. Ist das nur so ein Bild von außen oder könnt ihr das
aus der Innenperspektive wirklich so, ist das wirklich so, dass jetzt viel mehr offengestellt wird? Also es wird tatsächlich so, also in den Köpfen der Menschen und der WissenschaftlerInnen ist das schon länger angekommen, aber jetzt nochmal bewusster, aber so von denen, die Inhalte eigentlich ja wegschließen, klassischerweise Verlage oder ähnliches, da tut sich was, dass sie jetzt Sachen öffnen, die eben tatsächlich relevant sind für die Forschung im Bereich Corona oder über Lehrbücher für Studierende. Aber das ist alles ein Goodwill. Das ist ein, sie machen das jetzt aber wirklich offen und frei zugänglich ist das alles nicht und sie können es jederzeit wieder wegschmeißen und also wegschließen. Und ich hoffe, dass das eher eine nachhaltige Wirkung darauf hat, dass WissenschaftlerInnen sich dann doch für etwas entscheiden muss, nachhaltig frei zugänglich bleibt. Zum Beispiel solche Möglichkeiten wie mit GitHub oder ähnlichem. Ja. Aber bei den Leuten kommt es an. Wir müssen darauf achten, dass es sozusagen nicht ein Strohfeuer ist, dass man jetzt sozusagen, also ich nehme mal ein Beispiel, in meiner Filterbubble bei Twitter nehme ich total viel wahr, dass das Thema Online-Lehre an Bedeutung zunimmt rapide. Und das ist natürlich nicht nur ein Strohfeuer, das ist nicht nur oberflächlich, sondern da passieren coole Sachen, also Leute machen... Also helfen ihren Kollegen im jeweiligen Fach auf Ideen zu kommen oder Sachen zu konzipieren und so weiter. Das erlebe ich schon so. Und jetzt zum Beispiel unsere Aktivität würde dann darauf hinweisen zu sagen, passt auf, Online-Lehre ist schon mal gut, aber die Grundlagenliteratur, auf die ihr immer wieder verweist oder von denen ihr auch vielleicht verlangt, dass eure Studis die zur Vor- und Nachbereitung dann lesen oder so, auch das sollte frei zugänglich sein, idealerweise, weil es dann besser ineinander greift. Das sind dann so die kleinen inkrementellen Verbesserungen. Aber eigentlich, wann, wenn nicht jetzt, wäre die Zeit, dafür das Bewusstsein zu schaffen, oder? Und bei den Leuten, die Funding machen, also bei den Einschlägigen, bei den Ministerien und so, gibt es viel, na, ich sag mal, zumindest so Aktivität oder sowas, dass man merkt, okay, ja, die sehen jetzt auch den Punkt gekommen oder setzen nochmal so ein Emergency Fund auf oder so. Mal sehen, wohin es führt. Ne? Ja. Ja. Also es ist, ich hoffe, es hält. Also mit der Lehre, also ich merke es vor allem, also mir ist es aufgefallen, ich gebe zwei Lehrveranstaltungen in diesem Semester und musste das jetzt halt komplett auf E-Learning umstellen, von komplett Präsenzveranstaltung. Und das geht natürlich so ad hoc, ist das immer schwierig, ne? Wenn man schon das fertig hat und man muss es umbauen, ist es immer schwieriger, als wenn man es direkt als E-Learning konzipiert. Und da hast du die ganzen Overhead-Projektor-Handgemalten-Folien jetzt nochmal in LaTeX eingetippt. Und, du, ich habe ein Foto gemacht mit meinem Smartphone und habe es dann per E-Mail an die Studierenden Wieso das? Haben die kein Fax zu Hause oder was? Ja, leider nicht, ne? Warum kein Fax? Ich verstehe es auch nicht. Ungefähr so. Nein, also die sind super aufgestellt an der Hochschule. Also da bin ich super happy. Die arbeiten schon die ganze Zeit mit E-Learning-Tools, sowas wie Moodle oder Elias, also so E-Learning-Plattformen. Und die Technik war da, aber man muss das halt natürlich irgendwie in einer Woche alles umstellen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Aber ich merke dann auch so tatsächlich, dass ich auch noch so zwei, drei Sachen habe, wo ich halt klassische Lehrbücher eingebunden habe, wo ich jetzt sage, wenn die Studierenden es nicht schaffen, in die Bibliothek zu kommen und sich dieses Buch auszuleihen, dann kann ich das als Quelle nicht angeben. Ne? Also überdenke ich das nächste Mal auch nochmal, ob ich sowas als Quelle angebe oder nicht. Und wenn die digital in die Bibliothek gehen, dann steht da, nee, die eine Version, die wir von diesem Buch haben, ist leider ausgeliehen. Wir haben leider keine Version mehr übrig. Ne? Das passiert dann so. Wenn es denn eine gäbe. Leider ist es E-Books noch schlimmer als Artikel. Bei E-Books bieten manche Verlage es gar nicht an, dass man es für eine Bibliothek kaufen kann. Da bin ich ja diese Woche auf Twitter ein bisschen ausgerastet über das Thema. Wir haben nämlich tatsächlich einen Nutzer gehabt, der ein Buch haben wollte als E-Book. Und wir sind jetzt alle im Homeoffice und dann haben wir versucht, dieses Buch zu bekommen als E-Book und der Verlag vergibt keine Lizenz für Bibliotheken. Wir dürfen dieses Buch nicht kaufen und in unseren Katalog aufnehmen. Wir dürften es nur kaufen und einer mit Auftrag. Ja, und dann stehst du da und denkst dir, was für eine bescheuerte Sache. Und dann bestellst du dieses Buch auf Papier, da muss das jemand liefern und dann bekommen wir es in die Bibliothek und dann müssen wir es der Person ins Homeoffice schicken.
Und das war ein Lehrbuch über die Ausbreitung von Pandemien. WTF. Ja, ich dachte so, es ist nicht zu fassen. Ich bin fast explodiert. Also lass uns nicht darüber reden. Nicht so, ist vielleicht nicht so Social Distancing, sondern mehr so Book Distancing oder Knowledge Distancing oder was. Ja, das Schlimme ist. Aneinander rankommen lassen. Die Menschen und die Infos. Ja, und muss man getrennt. Nicht, dass sie sich bilden. Ja. Nicht näher als 1,50 Meter bitte die Leute an das Wissen ranlassen. Das ist gefährlich. Genau, und dann die Verlage, die diese Aktionen jetzt machen, dass man zeitweilig an die Inhalte frei rankommt. Ne? Mhm. Diese Ambivalenz, also gerade jetzt so von der bibliothekarischen Seite her, klar macht man die Leute darauf aufmerksam, weil die Gelegenheit will man nutzen oder warum sollte man sie nicht nutzen, das ist klar. Und dann aber auch gleichzeitig natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Unterschied ist, was Claudia gerade meinte. Nicht? Also der nachhaltige freie Zugang ist ja was anderes als die. Was ist denn, also Anja Lorenz schickt hier gerade, was haltet ihr denn von der Open Covid License? Na, davon habe ich ja noch nie gehört. Da ist ein Link dabei. Warte mal. Okay. Ein Link dabei, ist doch schon mal. Open Covid Pledge. Das muss ich jetzt auch mal aufmachen. Aha. Ja, das könnten wir jetzt lesen, oder? Worum es geht. Anja, genau. Anja, fass mal kurz zusammen. Genau. Ne? Können wir nicht jetzt Anja direkt reinholen? Oh, ich glaube, dann explodiert das System. Das Internet explodiert, okay. Dann lösen wir uns in so ein Dampfwölkchen auf. Ja, ich glaube auch. Eine offene Lizenz, die zeitlich befristet ist, Fragezeichen, fragt Mr. Prosser. Ja, klang so. Time Limitation. Okay. Ist der WHO Covid-19 als beendet erklärt. Mhm. Okay. Ein Jahr nach dem Ende der, okay. Ah, da müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken, glaube ich. Hm. Ja. Ich bin da extrem vorsichtig geworden. Zumal, wenn wir uns in dieses Feld reinbewegen, wo es um Daten geht und dann in dem Zusammenhang auch immer mit Software, geht es immer darum, dass man Sachen langfristig funktional hält. Also ich meine, Daten will man auch noch auswerten können, betrachten können, darstellen können mit dann aktueller Software, und wenn der Zugang dazu irgendwie limitiert ist, irgendwie künstlich beschränkt ist, es ist immer ein Problem. Also es ist... Ja, ich denke jetzt gerade, also ganz ehrlich, gerade an das Beispiel von dir vom letzten Forschungsstrom oder auch von diesem Beispiel mit der spanischen Grippe, hätte man da so eine Lizenz gehabt, dann wäre das Papier ja nach ein Jahr nach Ende der spanischen Grippe nicht mehr zugänglich gewesen. Und das hat uns doch jetzt viele Informationen geliefert, die wertvoll sind, oder nicht? Hm. Naja, schwierig. Anja argumentiert hier mein Bauchgefühl besser als nichts, aber dann sitzt man am Ende wieder da und löscht. Ja, ja klar, ich meine, ja, das ist also, ja, besser als nichts. Das ist eine andere. Aber wir wollten doch heute über Forschung reden. Genau. Genau, wir haben gedacht, wir machen mal was anderes. Also wir haben keine Themen mitgebracht. Genau, ja. Sondern ihr müsst entscheiden, worüber wir heute reden. Ach Quatsch, Anja, alles gut. Wir schauen uns sowas ja gerne an. Wir freuen uns ja. Genau, aber wir wollten über Forschung reden und dachten, wir drei kennen uns ja auch noch nicht ausgiebig, und ich habe keine Ahnung, was die zwei da jemals geforscht haben. Und die wissen nicht, glaube ich, so wirklich, was ich so geforscht habe. Genau, deswegen haben wir gedacht, wir erzählen euch mal was über unsere eigenen Forschungsprojekte, die wir vor mehreren Jahren, Jahrzehnten oder im letzten Jahrtausend gemacht haben. Genau. Und das Schöne ist aber, ihr könnt euch aussuchen, wer was erzählt. Genau, wer anfängt und was. So. Genau, also, wir pitchen die nur so kurz, ne, die Themen, und dann seid ihr gefragt. Und ihr könnt natürlich auch ausführlich mit Pro- und Kontra-Argumenten oder nur so Plus-Eins-mäßig. Ja, oder genau, so. Genau. Also ich hab tatsächlich zu jeder meiner Abschlussarbeiten, ich habe mehr als eine, eine kurze Headline, wie so unsere Themen, die wir sonst so haben, eine kurze Headline, wie so unser Stream-Titel.
Und das mehr pitch ich gar nicht. Oh ja, haben wir irgendwie ein Voting-Tool oder machen wir das einfach, man schreibt irgendwie das, Leute schreiben das Thema in den Chat oder den Namen in den Chat oder wie machen wir das? Also ich hätte wie viele gesagt, Leute hatten im Chat gerade eigentlich? Weiß ich nicht, kann ich? 20, wir haben zumindest 20 Zuschauende gerade. Ja, der Chat ist ähnlich, ja. Also, ich würde mal sagen, jeder sagt einfach mal so ein Thema, also einen Satz, einen kurzen Pitch von einer Sache. Oder wollt ihr erst auswählen, wer was erzählt? Nee, komm, jetzt erzählen wir erstmal jeder einen ganz kurzen Pitch, würde ich sagen, oder? Okay. Ganz kurz, ja. So, wenn sich wieder keiner traut, dann fange ich an. Ich schreibe das jetzt auch hier mit einem Satz in den Chat. Ach, ich bin gar nicht eingeloggt, so ein Ärger. Dann muss ich mich gleich nochmal einloggen. Meine Sache ist etwas aus der Wissenschaftsgeschichte, also so eine Zwischen-den-Stühlen-Disziplin, zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, Geschichte der Physik. Da habe ich meine Diplomarbeit 2006 geschrieben, zu einem Thema, das im Vorfeld der speziellen Relativitätstheorie von Einstein spielt. Und da geht es um ein Experiment. Und über dieses Experiment wurde gesagt, das sei eine Art Wegbereiter für Einstein gewesen. Und da gibt es so ein Zitat, "Paving the way for Einstein", Fragezeichen. Und über dieses Experiment und die spätere Auffassung und Interpretation dieses Experiments habe ich also eine physikhistorische Diplomarbeit geschrieben. Wow, das klingt spannend. Ja, nicht schlecht. Ja, dann mach ich mal weiter. Also ich würde einfach mal, also wenn, werfe ich so jetzt als erstes natürlich die Doktorarbeit so in den Raum. Und mein Pitch zu meiner Doktorarbeit wäre eigentlich einfach nur, pass auf, like ice in the sunshine. Stopp, hör auf, haben wir die GEMA-Rechte dazu. Stopp. Ja, nein, Entschuldigung. Da konnte doch keiner erkennen. Da kommen die Abmahnanwälte aus dem Chat, über die im Chat die ganze Zeit schon geredet wird. Ach ja, oh Gott. So, das wäre mein Pitch. Klingt wow, so, okay, so ja, seriös. Das ist Mensch, ja, krass. Lambert, ich glaube, wir haben keine Chance. Ah. Okay, ich habe 2004 eine Magisterarbeit in Soziologie geschrieben und da ging es im Prinzip eigentlich um so eine Erfindung aus dem Jahr, also es ist so eine techniksoziologische Geschichte, so eine Erfindung aus dem Jahr 1991, die Nerds Rejoice, PGP, also, und das war irgendwie eine turbulente Geschichte, weil in den USA hatten sie zuerst versucht, PGP so total stark zu beschränken, also das zu verhindern, dass Leute das frei benutzen können. Und da musst so. Du nachher erstmal erklären, was PGP ist. Ja, und es gibt so eine ganz bestimmte Nerdkultur um PGP drumherum. Und dann zum Schluss es ging so Verschlüsselungen, da haben trotzdem alle was verschlüsselt, aber anders als ursprünglich gedacht und so Zeug. Klingt nach religiösen Kriegen. Ja, absolut. Nerdkrieg. Absolut. Mhm, ja. Nerdkrieg. Ja. Pretty good privacy, ich wusste es. Auf unsere Zuschauenden kann man sich verlassen. Ah, sehr gut. Alter, das klingt auch super spannend. Ich bin ja gespannt. Also ich glaube, ich möchte alle eure beiden hören. Von daher müssen wir heute alle was erzählen. Müssen wir alle was durchkriegen. Ja, also ich habe einen etwa vierstündigen Kurzvortrag vorbereitet. Ach, hey. Ach, und hey. Henning, haben wir dir schon gesagt, du musst dies aber in Emojis erzählen. Ach, in Emojis, nein, ja. Nein. So, ich würde sagen, während ihr euch im Chat jetzt überlegt, wofür ihr votet. Genau, wer von uns soll loslegen? Genau, oder welches Thema? Müsst ihr jetzt vielleicht mal so Claudia reinschreiben oder Lambert oder PGP oder Ice in the Sunshine oder Einstein oder so, müsst ihr mal irgendwas reinschreiben. Genau. Und solange die Leute voten, wollte ich euch noch fragen, habt ihr denn auch eure Masken dabei, damit wir hier mal. Oh ja. Damit wir hier mal. Zeigt her, eure Masken spielen können. Zeigt her, Maske auf, würde ich ja, sagen, oder? Das ist aber so schwierig, du weißt, wir haben Kopfhörer auf. Gibt es Skills, wie man das mit Kopfhörer machen kann? Genau, das ist das, oder? Oh. Gar nicht so einfach, ja.
ja gemerkt, wenn ich jetzt im Supermarkt einkaufen war mit Maske, also es ist auch gar nicht so einfach, die so zu binden, dass sie dann wirklich ordentlich aufbleibt. Also weil die rutscht dann, ja gut, da habe ich natürlich auch keinen Kopfhörer auf, aber auch nur, wenn ich einfach nur einkaufen gehe und dann so in den Regalen meinen Blick wende oder so, dann rutscht die schon immer so ein bisschen runter. Ja, also die zum Binden ja haben Probleme. Träger, ne? Ihr kennt die Probleme hoffentlich auch, oder bin ich der Einzige? Die beschlägt deine Brille auch, wenn du mit der Nase ausatmest? Ja, jedes Mal. Ja. Wir sind übrigens total schlecht zu hören. Wie bitte? Keine Ahnung! Ich wollte euch aber hier nochmal meine Maske ein bisschen genauer zeigen. Das ist nämlich eine Wissenschaftsmaske. Oh, die ist ja toll. Oh, wow. Dagegen stinken wir jetzt voll ab, oder? Ja. Wir haben irgendwelche Strahlengänge, wir haben Formeln. Das hat meine wunderbare Frau für mich genäht hier. So. Schön. Also der Nachteil an den Masken ist wirklich, es wird super warm und als Brillenträgerin hat man da schon so seine Problemchen mit beschlagen, aber es ist auf jeden Fall besser, als keine zu tragen. Ne? Mhm. Das muss jetzt irgendwie ein bisschen gesellschaftlich normal werden, deswegen dachten wir, wir machen auch ein bisschen hier Maske auf Propaganda. Genau. Ja, hier, Vorschlag, und jetzt in die Bank. Genau. Beziehungsweise Software-Updates für Smartphones, die sich mit Anblick des Gesichts öffnen lassen, dass zukünftig eine Nahaufnahme der Augenpartie reicht, oder? Das war mein Gefühl, dass das jetzt fällig wäre, weil es doch albern, dann zum Entsperren des Handys muss man entweder das lange Passwort eingeben oder... Ja, das geht jetzt nicht mehr, ne? Das nervt irgendwie ein bisschen, ja. Da muss ein Software-Update kommen, das muss jetzt mit der Augenpartie gehen. Meine These. Ja, oder der muss die Maske erkennen irgendwie. Stimmt, genau. Das ist aber jetzt nicht ihre Maske. Ja, genau. Die Art, wie sie ihre Maske tragen. Ah. Samsung hatte das mit den Augen schon mal. Jetzt kommen die Abmahnanwälte. Das wird der Running Gag der heutigen Sendung. Ja. Ne? Also wir streuen das ein. Dann wir sollten vielleicht den Sendungstitel ändern. Ja, genau. Die Abmahnanwälte. Aber hier, also was das Anfangen angeht, ist hier die schöne Maske fängt an. Ich glaube, das wärst du, Henning. Die schöne und Maske. Und der Flötenschlumpf fängt an. Wer von uns wäre jetzt der Flötenschlumpf? Oh, ey. Also jetzt mit Lieblingsspitznamen. Da bin ich jetzt, aber da passt jetzt mal auf in der Kommentarspalte da. Ich sehe hier auch noch mehr PGP-Kommentare. Ja, also. Das genau, da oben, ja. Okay. PGP gedruckt als Buch. Ja, das, Ja, das ist alles richtig. Okay. Ja, also wenn da keine sonstigen Präferenzen sind, dann sag was. Ja, dann würde ich sagen, fängt Lambert an. Oder hattest du letztes Mal angefangen? Ich kann mich nicht... Ich kann mich nur erinnern, dass ich immer angefangen habe. In allen 100 Sendungen, die wir schon gemacht haben. Ich kann auch anfangen, wenn ihr wollt. Ich glaube, ich habe noch gar nicht angefangen. Ja, Claudia. Ich war nicht immer eingerahmt von euch zwei. So jetzt, Claudia, bevor du anfängst, muss ich dich mal fragen, bist du Doktorin? Ja. Oh, das ist ja hier bin ich ja mit richtig belesenen Leuten zusammen. Also ich habe einen Doktortitel in Meteorologie, also Atmosphärenphysik. Ich habe eine Diplomarbeit in Meteorologie geschrieben und ich habe noch eine Masterarbeit in Informationswissenschaft. Alte Scheiße, du bist ja echt krass. Ja, also ihr könntet es euch jetzt quasi aussuchen, wovon ich erzählen soll, aber Like Ice in the Sunshine wäre meine Doktorarbeit. Like Ice in the Sunshine. Ja, klar. Yes. Ja. Gut, dann machen wir das so. Fang doch mal damit an. Genau, also ich habe tatsächlich, Moment, ich muss mir jetzt selber mal diese Arbeit vor die Augen führen, damit ich das... an alles denke, was ich erzählen könnte dazu, weil tatsächlich natürlich ist es so, alles. Ich habe mich damit garantiert jetzt bestimmt schon 5 Jahre nicht beschäftigt, so, also thematisch allein schon, weil ich seit 5 Jahren jetzt nicht mehr in der Meteorologie selber unterwegs bin, sondern eben Informationswissenschaft mache. Und meine Doktorarbeit habe ich aber gemacht, 2012 war ich fertig an der ETH in Zürich. Also an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich in der Schweiz.
am Departement für Umweltsystemwissenschaften. Und zwar trägt meine Doktorarbeit offiziell nicht den Namen Like Ice in the Sunshine. Leider. Weiß auch nicht warum. Sondern sie heißt The Numerical Modeling of Wet Snowfall Events. Also die numerische Modellierung von nassen Schneefallereignissen. Darf ich mal eine einfache Frage stellen? Ja. Was sind denn nasse Schneefallereignisse? Ja, siehste, da fängt's an, genau. Also im Prinzip ist es ja so, dass Schnee entsteht relativ weit oben, die Luft ist kalt, Wasser gefriert, wir haben Schneeflocken, dann bilden sich so Kristallstrukturen, wir haben wunderbare Schneeflocken mit ihren Kristallstrukturen, mit ihren schönen Bildern, die sie ja ergeben. Also wir kennen alle die schönen Nahaufnahmen von Schneeflocken. Und die fallen dann aufgrund ihres Eigengewichtes nach unten und fallen, rieseln als Schneeflocken, wenn sie sich miteinander verhaken, weil sie ja so spitz sind, dann verhaken sie sich und dann haben wir immer mal größere oder mal kleinere Schneeflocken. Und so fallen die zu Boden. So ist das, wenn der Schneefall trocken ist. Es ist aber jetzt manchmal so, dass die Luft, durch die diese Schneeflocken fallen, Richtung Erdboden, die wird ja wärmer. Ja, unten ist es immer wärmer als oben quasi. Und dann kann es passieren, dass die Schneeflocken durch eine Schicht fallen, in der die Luft so nah an Null ist oder sogar über Null und die Schneeflocken anfangen zu schmelzen. Und dann haben wir nasse Schneeflocken. Also die sind innen drin noch so Schneeflocke und außen haben die so ein bisschen Schweißperlen drauf. Genau, die fangen dann quasi so an den Spitzen zu schmelzen und dann fließt das Wasser so durch die Kapillarkräfte in die Mitte. Aber die werden haben quasi einen flüssigen Teil und einen festen Teil. Also sie bestehen aus Schneeflocke Eis und Schneeflocke Wasser. Und das hat natürlich physikalisch andere Eigenschaften. Also allein die Form verändert sich, ne? Dann fallen die natürlich anders, sie wirbeln anders und sie haben eine ziemlich gravierende unterschiedliche Eigenschaft und deswegen war es so wichtig oder interessant, sich dieses Thema anzugucken, weil nasser Schnee klebt an allem fest. Also wenn du eine kalte Oberfläche hast, die man ja gerne überall mal hat und darauf fällt nasser Schnee, dann hast du sofort festgefroren, richtigen Schnee trocken. Also das friert quasi instantan das Wasser mit dem Kontakt auf dieser kalten Fläche in diesem Schnee fest und dann aggregiert sich da dein nasser Schnee drauf. Wie so eine Klebeschicht. Oh ja, und ganz gefährlich und darauf, auf dieser Fallstudie fing quasi meine Doktorarbeit an, war im Jahr 2005 bei Münster-Osnabrück gab es so ein Schneefallereignis. Da sind, ich glaube, 40 Strommasten umgekippt, weil an den Kabeln, den Verbindungen, ist sofort nasser Schnee festgefroren und du hattest so richtig, also das Rohr ist, also das Seil ist so dick und du hattest drumherum so Schnee. Bei dem Gewicht an jedem Kabel haben dann die Strommasten den hier gemacht. Und das Problem war, und das ist relativ simpel, dass das Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes keinen nassen Schnee vorhersagen kann. Also das war vom Modell her noch nicht vorgesehen. Es gibt Regen. Hätte man da irgendwie was machen können? Jetzt, selbst wenn die gewusst hätten, heißer, da kommt nasser Schnee, hätten die dann irgendwie, weiß ich nicht, die Stromtrassen, Kabel irgendwie einen Schneehut drüber aufsetzen können oder die warm machen können oder? Nee, aber natürlich Menschen sichern, die in der Gegend wohnen oder solche Sachen. Das ist ähnlich wie bei Stürmen, ne? Also du kannst ja auch nichts gegen den Sturm machen, ein bisschen sturmsicher dein Haus vielleicht, aber du kannst halt die Leute davor warnen und Und Tipp vielleicht auch für Versicherungsmathematiker interessant, oder? Dass man irgendwie sagen kann, hey, jetzt haben wir mehr und mehr Sonnenwetterlagen hier. Uff, ganz schön schlechte Baumasse für den vielen feuchten Schnee, der dazu erwartet. Oder ist es Quatsch? Also doch, weil nasser Schnee ist natürlich auch schwerer, ne? Weil da kann sich natürlich viel mehr auf weniger Fläche oder Volumen ansammeln. Das ist dann einfach viel dichter.
Ja, ich glaube, das kennt man von der Schneeballschlacht, ne? Wenn du da irgendwie nur so einen Schneeball mit so locker flockigem Schnee so locker zusammendrückst, wenn du den an Popo kriegst, merkst du nichts. Aber wenn einer so eine richtig gemeine Eiskugel gemacht hat, das kann schon einen blauen Fleck geben. Richtig schön Ne? gepresst und Ja, ne? ja. Ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass tatsächlich da noch welche gab, die dann so mit ein bisschen Wasser drüber sind, damit die Oberfläche so richtig fest und hart geworden ist. Das waren dann die Und weil ganz du da als brutalen. Kind mal einen abgekriegt hast, hast du gesagt, da muss ich mal eine Doktorarbeit drüber Genau. schreiben und mal die Supercomputer von der ETH drauf loshetzen und mal Genau. gucken, was da so abgeht mit den Eisschneebällen. Das ist so der Ja. Schmetterlingsflügelschlag, der zu genialer Forschung führt. Auf Ja. lange Sicht. Es sind meistens diese Kleinigkeiten, sag ich mal. Ach, guck mal, ja, da hat Heptachon hat schon den Link zu dem auf dem Wikipedia-Artikel zu diesem Schneefallereignis geschickt. Ja, also da gibt es auch wahnsinnig interessante Bilder und darauf ist quasi so basiert quasi so war die Idee geboren, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist halt, also ehrlich gesagt, super schwierig. Also ich, warte mal, ich hab, glaube ich, irgendwo. Hier habe ich das noch. Warte mal. Gucken wir mal, ob ich das jetzt umstellen kann, sodass ihr das seht. Bin gerade nicht sicher. So. Müsstet ihr gleich im Stream sehen. Das ist tatsächlich eine Folie aus meiner Doktorverteidigung, Doktoratsverteidigung. Ihr seht hier unten am 5. September 2012. Schon etwas her. Und das Schwierige an so einer Vorhersage von Schneefall ist, dass man ja nicht einfach nur Schnee vorhersagt. Ne? Also die Leute sagen immer so, das Wettervorhersage war schlecht. Es hat ja hier gar nicht geregnet, obwohl es hier hätte regnen sollen. Aber so ein Modell ist, also eigentlich war es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es im Dorf nebendran geregnet hat. Ne? Also lokal ist für mich natürlich zu der Uhrzeit hat es nicht geregnet, relevant, aber so ein Modell kann sich natürlich mal 100 Meter daneben liegen oder mal 10 Kilometer. Und die Vorhersage von Regen ist das letzte Element in ganz, ganz vielen Sachen, die wir vorhersagen. Also man hat so große Skala, ne? Also so Jetstream und die großen Wellen, atmosphärischen Wellen, die wir einfach haben. Dann haben wir unsere Tiefdruckgebiete, ne? Diese kleinen Hoch- und Tiefdruckgebiete, die sich dann in Wellen so über uns hinüberschieben. Die haben, das heißt dann synoptische Skala, das sind so die typischen Wettervorhersagen, die wir kennen. Dann muss man erstmal die vertikale Struktur der Atmosphäre korrekt vorhersagen. Ne? Also ist es denn kalt genug für Schnee und feucht genug? Und dann kann man erst den Schnee oder den Regen vorhersagen. Und wenn irgendwas in der Kette vorne dran nicht stimmt, dann kann dein Modell den Regen noch so gut vorhersagen. Er fällt halt nicht da, wo er fallen soll. Das heißt, sich mit der Mikrophysik zu beschäftigen, was ich gemacht habe, ist so ein bisschen frustrierend, weil wenn ich mir dann Modelle laufen lasse mit meiner neuen Mikrophysik, meiner besseren, dann kann es sein, dass da trotzdem gar kein nasser Schnee zum Beispiel fällt, weil halt die große Skala gar nicht dazu führen kann. Wollte ich mal sagen, das ist so die Frust in meiner Doktorarbeit gewesen, dass man so abhängt von allen großen Dingen, die vorher passieren. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Haben Ja, die ja. Isländer ein eigenes Wort für diese Art Schnee bestimmt, oder? Oder sie haben drei verschiedene Worte für genau diese Art Schnee. Für nassen Schnee? Ich glaube nicht, Da ehrlich gibt es auch mal gesagt. diesen urbanen Mythos, dass es Ja. so skandinavische und so Völker gibt, die dann so Stimmt. total viele. Wörter für Schnee hätten, als hätten wir nicht auch mehr Wörter für Schnee. Ja, es ist, ich glaube wirklich, das ist mehr so, da müsste man jetzt Sprachleute dabei haben, aber urbaner Mythos mäßig, ne? Ja. Ja, Und dann hast genau. du aber viel Computerkram gemacht, so wie der Teil Modeling klang, oder was? Ja, also ich habe nichts experimentell gemacht. Ich bin überhaupt nicht fürs Experimentieren zu haben. Ich habe quasi ausschließlich programmiert. Also Vorhersagenmodelle programmiert, laufen lassen, ausgewertet, Datenanalyse. Ich habe riesige Datenmengen geschubst. Also Meteorologen, wenn man so einen Zeitpunkt vorhersagt, sagt man ja einmal so für jeden Punkt auf der Welt einmal den Zustand voraus, so Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Niederschlag, Menge und so, und das einmal global. Das ist schon
Unfassbar viele Gigabyte, die man da produziert. Echt, für die ganze Welt macht man das? Also man kann es für die ganze Welt machen. Also das sind dann Globalmodelle. Man kann aber auch so ein Globalmodell nehmen und ein eigenes kleines Regionalmodell reinpacken. Und dann füttert man das Regionalmodell mit den Randdaten aus dem Globalmodell und macht dann eine feinere Gitterauflösung. Weil man sagt ja nicht alle Punkte voraus auf der Welt, geht ja gar nicht, sondern man sagt nur Gitterpunkte voraus. Und dann kann man feiner werden, wenn man so ein Regionalmodell macht. Und das muss dann aber auch für jeden Zeitstep stimmen. Ja. Ja. Also man hat ein Globalmodell, das rechnet außen die Vorhersage, dann packt man ein Regionalmodell rein und wird mit jedem Zeitschritt auch gefüttert mit dem, was von außen reinkommt. Aber das Regionalmodell hat eine höhere Auflösung oder eine bessere Mikrophysik zum Beispiel. Was wäre eine typische Gitterpunkt-Kantenlänge bei einem Globalmodell? Globalmodell, ja, genau. Kommst du so in etwa hin. Und wenn du dann so ein Regionalmodell reinpackst, dann irgendwie 1 Kilometer oder? Nee, ich glaube, der Deutsche Wetterdienst rechnet im Moment Europamodell. Also man kann, das nennt sich Nesting, ne, wenn man etwas reinnestet in was Größeres. Man macht das sogar in mehreren Ebenen. Und ich glaube, das Europamodell sind irgendwie 12,5 Kilometer. Und dann macht man da rein nochmal ein Deutschlandmodell und das ist dann irgendwie 6 Kilometer oder so. Also das ändert sich aber auch immer wieder. Also man wird immer feiner. Und für die Forschung kann man auch schon mal ein Modell laufen lassen mit nur 1 Kilometer, mit nur 1 Kilometer. Gut, aber wenn die minimale Auflösung 6 Kilometer ist, dann brauche ich mich wirklich nicht zu wundern, wenn es im Nachbardorf regnet, aber bei mir nicht. Ja, genau. Also das ist so das eine, ne? Wie groß ist überhaupt die Gitterauflösung? Und glaub mir, das sind Datenmengen, die man dann produziert. Ne? Also wenn man es ganz, ganz klein macht, dann rechnet man länger, als es dauert, bis der Zeitpunkt eintritt. Das führt dann die Sache etwas ad absurdum. Ja. Aber so funktioniert das im Prinzip. Und das Ding ist halt, ne, also diese Modelle, so ein Globalmodell, das beschäftigt sich relativ wenig mit Schnee. Das parametrisiert quasi Schnee. Das sagt, wenn in dieser Gitterzelle diese Bedingungen erfüllt sind, dann produzieren wir da so und so viel Schnee aus dieser und dieser Formel. Aber wenn wir klein werden, so ein Regionalmodell, wie ich es mir angeguckt habe, dann haben wir ja eine viel höhere Gitterauflösung und wir rechnen in Sekundenzeitschritten. Und wenn wir so fein aufgelöst sind, zeitlich und räumlich, dann kann man sich tatsächlich so ein Paket Schneeflocken genauer angucken. Also nicht eine einzelne Schneeflocke modellieren, dafür hat man nicht genug Rechenkapazität, aber man kann sagen, okay, ich habe hier ein Paket Schneeflocken, das ist entstanden hier oben. Und das hat so eine Größenverteilung. Es gibt so und so viele ganz große Schneeflocken, ganz viele, die so mittelgroß sind. Und dann gibt es immer weniger kleine Schneeflocken, ne? So eine Größenverteilung. Und mit dieser Größenverteilung und diesem Schneeflockenpaket kann man dann rechnen und arbeiten und gucken, wie schnell fällt das so im Schnitt. Also natürlich fallen die Großen schneller als die Kleinen. Deswegen verschiebt sich die Größenverteilung mit dem Fallen Richtung Erdboden. Und irgendwann fängt das vielleicht an zu schmelzen. Und das hat es halt bisher nicht getan. Also vor meiner Doktorarbeit war es so, dass wenn so ein Paket Schnee gefallen ist und es ist dann der Schnee geschmolzen, weil er in einen Bereich kam, wo tatsächlich über 0 Grad waren, dann hatte man nicht Schnee, der aus viel Eis und ein bisschen Wasser besteht, sondern man hatte trockenen Schnee und ein kleines Päckchen Regen. Und hatte man dann weniger trockenen Schnee? Oder? Der trockene Schnee plus das Regenwasser zusammen hätte dann quasi, wäre eigentlich der nasse Schnee gewesen. Also man hat das Wasser aus dem nassen Schnee genommen und hat es zu Regen gemacht. Man könnte jetzt nochmal gucken, so in die Geschichte rein, ob es irgendwelche Volksweisheiten gibt, vielleicht nur in bestimmten Weltgegenden oder so, über das Vorkommen von nassem Schnee. Wie wäre das? Und dann könnte man gucken, ob man mit dem, was du rausgefunden hast, sowas verifizieren oder falsifizieren kann oder so. Naja, fällt mir gerade nur so ein auf den Weg. Das ist eine coole Idee. Es gibt tatsächlich auch eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, quasi Bauernweisheiten zu prüfen, also auf ihre regionale Gültigkeit. Ich find, also bei Bauernweisheiten finde ich es immer so lustig, dass sie vielleicht
greift mein Verständnis dazu kurz, aber sie scheinen so klar in zwei Klassen zu fallen. Einmal die total offensichtlich Humbug, also einfach irgendwie total willkürlich, hey, da ist ein christlicher Feiertag, dann ist es so, oder irgendeine bestimmte Tierart oder so. Und dann gibt es die, wo man sagen kann, ja, könnte sein, dass da sozusagen sich ein bisschen Erfahrung kondensiert hat und so, oder? Naja. Ja, die gibt's. Also, ja. Aber die sind meistens nur regional gültig, aber es gibt sie. Ja, regional, ja, genau. Jetzt hast du eben gesagt, bevor du deine Arbeit geschrieben hast, gab es quasi das Feature des nassen Schnees in diesen Modellen nicht und danach gibt es das. Das klang jetzt für mich so, als ob es sozusagen, also ich weiß wirklich nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Für mich klingt das jetzt so, als ob es sozusagen ein in der Meteorologen-Community akzeptierten Gesamtbaukasten gibt, wie man so ein Modell macht. Und dann hast du jetzt so eine neue Library geschrieben, die man sich da so reinziehen kann. Und dann kann das von allen benutzte System dann auch auf einmal nassen Schnee. Habe ich mir das, du schüttelst schon den Kopf. Nee, nicht genau. So. Also es gibt nicht nur ein Vorhersagemodell. Es gibt ganz, ganz viele Vorhersagemodelle und das ist auch gut so, weil, wie gesagt, kann man Globalmodelle auf verschiedene Gittergrößen auslegen und man parametrisiert ja quasi physikalische Prozesse, die man nicht abbilden kann, weil sie zu klein sind und das sind ja alles Näherungen, die man macht und die meisten Modelle, also die viele Modelle benutzen andere Näherungen oder benutzen andere Software, sind anders modularisiert. Und das ist richtig wichtig und gut, dass man halt verschiedene Modelle hat. Ich weiß nicht, also die Leute, die programmieren, wissen das. Wenn zwei Leute ein Programm schreiben, das eigentlich nur was Einfaches macht, die sehen nicht identisch aus. Die sind unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Die Sprachen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Vorteile, Nachteile. Und der Vorteil davon, wenn man halt quasi gerade bei Vorhersagemodellen mehrere Modelle hat, ist, dass man halt miteinander vergleichen kann, ob die Modelle denn auch mit ihren leichten Unterschieden, die sie haben, trotzdem dasselbe vorhersagen. Das ist bei Klimamodellen zum Beispiel ein wahnsinniger Vorteil, dass wir sehen können, okay, die Klimamodelle zeigen uns alle in eine Richtung, in die wir eigentlich nicht wollen. Das heißt, egal mit welchem wissenschaftlichen Ansatz das Modell geschrieben wurde oder von unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit unterschiedlichem Code, sie zeigen uns doch dasselbe Ergebnis. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel eben dieses regionale Modell, damals war das noch das COSMO-Modell des Deutschen Wetterdienstes genommen. Das ist aber ein Kooperationsmodell mit ganz vielen europäischen Wetterdiensten, aber auch mit Wetterdiensten aus anderen Ländern. Und habe mir dann quasi den Code genommen zu einem bestimmten Zeitpunkt, also eine bestimmte Version von dem Modell und habe das dort eingebaut. Also in der Version, ich glaube es war 4.12 des Modells, gibt es dann mein Modul. Die legendäre, Lambert, erinnerst du dich noch an die legendäre Version 4.12? Das Cosmo-Modell. Ja, in meinem Tracker so bling. Ja. Windows 95, Cosmo 4.12. Ja, das war so ein Einschlag, ne? Ja, aber im Prinzip dafür gab es das. Und dann ist es aber natürlich so, dass das nicht sofort aufgenommen wird in die Standardvorhersagen, weil zum Beispiel so nasser Schnee passiert ja total selten. Das heißt, die Integration in das aktuell laufende Modell beim Deutschen Wetterdienst ist nichts, was dann quasi sofort passiert, sondern es braucht längere Zeit. Und auch bis jetzt ist es nicht Teil des Standardvorhersagemodells des Deutschen Wetterdienstes. Das Modul existiert, die Leute können sich das nehmen und adaptieren und in ihr Modell einbauen, wenn sie es eben brauchen, wenn sie zum Beispiel solche Fälle berechnen oder es zu befürchten ist, dass es was eintreten könnte. Aber es ist jetzt nicht standardmäßig, läuft das nicht mit. Aber extrem hoher Nerd-Faktor, fantastisch, wirklich. Was mich jetzt mal interessieren würde, Claudia, gibt es sozusagen Community drumherum? Also hast du irgendwie auf irgendeiner Weise mal eine Rückkopplung bekommen von Leuten, denen das aufgefallen ist, die damit was gemacht haben oder so? Also ich habe ja ein Paper später quasi das Modell dann veröffentlicht. Also das, was ich hier in der Doktorarbeit quasi ausführlichst über 100 irgendwas Seiten geschrieben habe, quasi nochmal als wissenschaftliche Veröffentlichung in Kurzform rausgebracht. Und das wird schon sehr häufig zitiert. Also ich bin auch sehr erstaunt.
Cool. Aber es findet dann doch, gerade so hat jemand versucht, dasselbe für Hagel zu machen. Ja, also Hagel oder für Graupel. Und dann wird das natürlich aufgegriffen und es gibt noch andere Wissenschaftler, die das auf eine ganz andere Art oder zum Beispiel für ein anderes Modell versucht haben und dann kann man wieder vergleichen und so. Ja, also es ist, und da freue ich mich auch so ein bisschen, es ist nicht total verlorene Arbeit gewesen, die man so macht. Also es gibt ja öfter mal so Abschlussarbeiten, die macht man und dann liegen die da und dann... Interessiert sich erstmal keiner mehr dafür. Ja. Und was nimmst du da so für dich mit, auch vielleicht auch auf einer Metaebene? Hast du irgendwie Programmieren gelernt? Bist du jetzt irgendwie mit dem, wirst du weniger nass beim Fahrradfahren? Hast du dich schon ausgerutscht, auf den du sonst nicht ausgerutscht wärst, oder? Grobe Faustregel, wenn die Meteorologin einen Regenschirm mitnimmt, dann regnet es nicht. Und umgekehrt. Ich bin ganz schlecht da drin. Nein, Kachelmann verwendet dieses Modell nicht. Kachelmann verwendet eigene Modelle und kauft andere Daten ein. Ich weiß nicht so genau, welche er benutzt. Also für mich mitgenommen habe ich halt, dass ich es geschafft habe, mich in 3 Jahren in ein Thema reinzuarbeiten, davon so richtig, richtig, richtig viel Ahnung zu haben. Und dass das funktioniert, aber man, dass man so eine Leidenschaft für so ein Detail entwickeln kann. Das fand ich für mich irgendwie eine total interessante Sache. Aber glaubt mir, nach 3 Jahren ist man froh, wenn die Nummer einfach vorbei ist. In 3 Jahren, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand seine Doktorarbeit in 3 Jahren gemacht hat, aber gut. Oh doch, 3 Jahre und 3 Monate war ich, glaube ich, so etwa Doktorandin. Krass. Ja, krasse Fokussierung. Und ich meine, es ist dann auch so, dass es wahrscheinlich kaum Menschen auf der Welt gibt, die auf dem Niveau damit noch was anfangen könnten oder so, oder? Also der Rest der Welt kann einem dann in dem Augenblick nur noch glauben oder so, so ein bisschen. Ja, ja. Und das ist der beängstigende Zeitpunkt, wenn man eine Doktorarbeit schreibt. Der Moment, wo man merkt, dass man gerade von etwas redet, wo der Betreuende... Ja. Gerade mal braucht, um hinterherzukommen, was man da macht. Mhm. Und das macht einem dann schon so ein bisschen, also kann einem schon so ein bisschen Angst machen. Aber was ich ganz faszinierend fand, also ich habe diese Doktorarbeit abgegeben und hatte vorher auch schon ein Paper veröffentlicht über dieses Schneefallereignis im Münsterland. Und habe dann eben danach, also als die Doktorarbeit fertig und verteidigt und alles war, kam dann noch das Paper raus, dass diese ganzen, warte mal, ich muss euch natürlich einmal die Pracht zeigen, die diese ganzen Formeln in ihrer vollen Schönheit, da sind sehr, sehr viele Formeln dargestellt hat. Oh, ist das Latech? Ja, natürlich. Oh, schön. Also diese ganzen Formeln, ich müsste mich jetzt bis ans Ende durchscrollen, da könnt ihr ganz viele Formeln sehen, nochmal wunderbar auflistet und zeigt. Und ich habe dieses Paper veröffentlicht, also eingereicht bei einem Verlag. Und dieser Verlag macht auch Open Peer Review. Also wenn man will, kann man sehen, was die Reviewer kommentiert haben zu meinem Artikel. Und dann war es tatsächlich so, in dieser Doktorarbeit, Leute, befindet sich ein ziemlich grundlegender, ziemlich dummer Fehler. Und dieser Reviewer hat diesen Fehler gesehen. Und das fand ich super krass bemerkenswert. Also meinen Betreuern, beiden und mir ist es, wenn man ist ja irgendwann betriebsblind, nicht mehr aufgefallen. Und der sagte so, ich glaube ganz ehrlich, der Durchmesser, der an der Stelle steht, das sollte nicht der Durchmesser der Schneeflocke sein, geschmolzenen Schneeflocke, sondern der Äquivalentdurchmesser der trockenen Schneeflocke oder so ähnlich. Boah. Und ich stand da und ich dachte so, Wahnsinn. Also es hat am Ende... an meinen Ergebnissen wenig geändert, also quasi eigentlich nichts, aber ja. Wahnsinn. War das Reviewer 2? Es ist doch immer Reviewer 2, oder? Ja, es natürlich war das Reviewer 2, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, wir könnten nachgucken. Es ist auch anonym bis zum heutigen Zeitpunkt. Du weißt nicht, wer es war. Nee, ich weiß nicht, wer es war. Also die Reviewer-Namen stehen nicht dabei. Cool. Ja, interessant. Aber halt... Also das fand ich super toll, weil man dann wirklich gemerkt hat, da hat sich jemand komplett wirklich mit diesen Formeln beschäftigt. Es war nämlich irgendeine dieser Formeln, fragt mich nicht welche. Ich glaube hier unten. Und
Ja, also wirklich wahnsinnig tolle Geschichte zu Peer Review. Und es ist auch so, egal wie gut man sich damit auskennt, Fehler passieren, auch in der Wissenschaft. Und es ist einfach toll, dass wir quasi gegenseitig, also andere Wissenschaftler sich immer wieder gegenseitig kontrollieren und gucken, was sie machen und versuchen sich eben auch zu helfen. Und das war ja ein richtig, richtig wertvoller Beitrag. Cool, ja. Sehr Ja, das schön. ist war quasi so meine Doktorarbeit. Coole Sache. In LaTeX und Englisch und mit ganz vielen Formeln. Ja, also LaTeX ist ja irgendwie, also ich hatte auch so eine Phase, als ich studiert habe und dann bin ich auch irgendwie auf dieses LaTeX gekommen. Und da kann man sich ja auch unglaublich drin verlieren, aber es sieht auch einfach geil aus, Ja, finde ich. du. Also da, es gibt ja auch so Leute, die meinten, sie müssten irgendwie, jetzt hier niemand dissen, aber irgendwelche Abschlussarbeiten in Word schreiben und das noch mit Formeln und so. Das sieht einfach grottig aus. Und LaTeX ist einfach so, Ja. Ich glaube, es kommt aufs Fach an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das also eine naturwissenschaftliche Arbeit in Word zu schreiben, das stelle ich mir den absoluten Horror vor. Aber bei so einer geisteswissenschaftlichen Arbeit, ich glaube, da hat auch Word seine Stärken. ja, gut, okay. Ja, aber sobald da Ja. eine Formel drin ist. Ja. Ja. So, Lambert, worin hast du denn deine Arbeit geschrieben? Okay, ja gut. Dann greife ich den Ball mal auf an dieser Stelle. Und ich nehme mir ein Element raus von Claudia. Das hat mir ganz gut gefallen, nämlich die Überlegung, woher kommt der Impuls, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist ganz cool. Passt vielleicht auch in das Format. Und zwar aber war es bei mir so, dass ich in den 90ern, ja, so alt bin ich, klar. Jetzt könnte man darüber Witze machen, aber das lasse ich jetzt mal weg. Jedenfalls in den 90ern zusammen mit ein paar Bekannten angefangen hatte, mir verschlüsselte E-Mails zu schreiben. Es gab eine freie Software namens GnuPack oder GPG, die wiederum basiert auf der Software PGP, Pretty Good Privacy, war schon im Chat genannt worden. Und ja, und ich hatte dann irgendwie, nachdem ich mich im Studium zunächst ganz viel mit anderen Themen beschäftigt hatte, zum Ende hin meines Soziologiestudiums die Idee gefasst, okay, ich mache was Techniksoziologisches. Ich will versuchen zu verstehen, was die Leute, die PGP an den Start gebracht haben, damit eigentlich vorhatten und was dann aber wirklich draus geworden ist. Und diese Art Story, diese Art Fragestellung, das ist jetzt so eine kleine Metabeobachtung, ist so typisch soziologiemäßig. Also wenn irgendwo ein Sachverhalt so ist, Leute haben irgendeine Absicht, sprechen auch ganz viel über diese Absicht, sind sich alle total einig, einige haben eine etwas andere Absicht oder so, Zweck, den sie verfolgen. So, und dann kommt vielleicht auch das, was sie wollten, aber aus ganz anderen Gründen, ja? Und man kann im Nachhinein sagen, aha, deswegen ist das so und so passiert. Oder es ist ein bisschen anders gekommen, als sie es beabsichtigt haben, aber sie haben den Stein ins Rollen gebracht oder so. Wenn sowas ist, laufen da irgendwo Soziologinnen und Soziologen rum und wittern das mit ihrer feinen Nase und schreiben Artikel darüber im Nachhinein, die dann auch niemandem mehr helfen. Aber das ist ein typisches soziologisches Thema oder so. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Hier sind ja keine Soziologen, die mir widersprechen könnten, aber ein bisschen ist da was dran, glaube ich. Das kann man immer wieder ganz gut sehen irgendwie. Und ja, genau. Und jetzt, gut, okay. Also jetzt war irgendwie im Chat schon, das muss ich jetzt eben als Link einmal zeigen, das T-Shirt genannt worden. Wo habe ich es denn jetzt? Ich habe es verblättert. Mist. Ich habe es gleich wieder. Es gibt ein wichtiges T-Shirt zu dieser Geschichte. Es gibt Und ich. ein wichtiges Ja, es gibt. T-Shirt zu deiner Ja. Diplomarbeit quasi. Ja, echt, echt jetzt, kein Scheiß. Ich schicke das jetzt im, also ich schicke es einfach hier im Dings-Chat, ne, genau. Wenn ich das richtige Fenster noch jemals wieder finde. Also Ja. ich könnt ihr jetzt entweder jeder individuell am Bildschirm oder vielleicht kannst du Ja. Claudia es einmal groß schalten. Stimmt, das kann ich auch machen. Moment, das ist eine gute Idee. Ja.
Browser. Uha, warte mal, das muss ich erstmal größer machen, glaube ich. Ja, stimmt, sonst hat es keinen. Warning, this shirt is classified as a. Oh Gott. As ammunitions. Also ich, ja, ich erkläre mal eben, was da zu sehen ist und warum das witzig und interessant ist. Und zwar ist dieses T-Shirt eine Erfindung von einem Hacker namens Adam Back, der Mitte der 90er Jahre auf folgende Sache damit reagiert hat. Um den Kontext des T-Shirts zu verstehen, muss man kurz ausholen, aber das ist das Thema meiner Magisterarbeit damals gewesen. Nämlich, Leute haben versucht, diese Public-Key-Kryptographie-Geschichte, also dass man einen öffentlichen Schlüssel hat, den kann man irgendwie plakatieren, kann, darf alle Welt wissen, ja, und jemand kann diesen Public-Key von mir benutzen, um mir damit eine Nachricht zu schicken, verschlüsseln, die nur ich wieder entschlüsseln kann. Das hat was mit großen Primzahlen zu tun, die man mit, so miteinander kombiniert, dass es total einfach ist, was damit zu machen, aber total schwierig, das wieder zurückzurechnen, also aus welchen Faktoren sich, aus welchen Primzahlen sich das zusammensetzt. Das ist die Mathematik dahinter. Das war schon seit den 80er Jahren bekannt, die Mathematik dahinter. Und dann aber auch so eine Art Vorschlag, wie man, das nannte sich dann RSA für Rivest, Shamir und Edelman, das sind die Kryptographie-Leute, die sich das ausgedacht haben, also wie man daraus so eine Art Protokoll machen kann. Und die hatten damals schon in den 80ern, also frühe 80er, gesagt, hey, das ist E-Mail, wäre so ein Beispiel. Da könnte man Public-Key-Kryptographie, die wir jetzt gerade erfunden haben, einsetzen, weil der Trick wäre ja der, man muss sich nicht vorher auf ein gemeinsames Geheimnis geeinigt haben, also so nach dem Motto, Henning und ich einigen uns, das und das ist das Codewort und die E-Mails, die wir uns schicken, können wir entschlüsseln, weil wir beide das gleiche Codewort wissen, sondern diese Voraussetzung braucht es auf einmal nicht mehr. Und ja, das ist also ein einfaches Modell, sich verschlüsselte E-Mails schicken, um sich klarzumachen, was für eine tolle Erfindung das ist. Und so viel nehme ich schon mal vorweg. Inzwischen hat sich diese Art Kryptographie natürlich überall, also wir haben das alle die ganze Zeit in diesen Geräten, die wir hier am Start haben oder so, ist das x-fach implementiert, dieser Scheiß, ja. Jede Banktransaktion, jede WLAN-Verbindung, jede, die Verbindung, die wir jetzt im Moment von alle von unseren Browsern aus zu der Website von Twitch haben, also ihr habt alle, während ihr das hier guckt, mehrere Schichten von asymmetrischer Verschlüsselung übereinander, ineinander geschachtelt, wie so eine Matroschka-Puppe. Bei dem Twitch zum Beispiel ist es dazu da, dass ihr euch sicher sein könnt, dass ihr wirklich gerade die Daten von Twitch bekommt. Und das sorgt auch dafür, dass zum Beispiel, wenn euer Nachbar wieder sehen will, was ihr da gerade guckt im Video, er das aber nicht hinbekommt, weil das verschlüsselte Daten und so. Aber damals war das irgendwie gefährlich, illegal und Kriegswaffe oder was? Genau. Und jetzt kommt der heiße Teil der Geschichte. Und zwar Anfang der 90er Jahre kommen also jetzt Leute um die Ecke und sagen, ja, ja, gut, okay. Also es gibt diese Paper, ja, es gibt dieses, also das RSA-Paper, gab dann noch Diffie-Hellman, es gab noch ein paar andere Sachen, die das noch ein bisschen ausgefeilt haben, ja, wie kann man die Protokolle für den Schlüsselaustausch machen, bla, bla, bla und so weiter. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wir machen jetzt ein Stück Software, was jeder auf einem betriebsüblichen PC sich installieren kann und dann wirklich ganz, ganz einfach, in Anführungszeichen, also, naja, Anfang der 90er, wir sprechen hier über Kommandozeilen und das ist nicht unser heutiger Begriff von einfach am Computer, aber aus der damaligen Perspektive nennen wir es mal einfach, ja, wo man ganz einfach mit einer kostenlosen Software dann einfach hingehen kann und seine verdammten E-Mails so verschlüsseln kann. Ja. Und das hat einen Wirbelwind erzeugt, den man sich heute nur noch schwer vorstellen kann, weil schon also knapp zwei Jahre nach der Erfindung von PGP, Phil Zimmerman war da wichtig. Achso, lasst mich noch eine Bemerkung machen, aus welcher Ecke das kam. Also die Leute nannten sich Cypherpunks. Das ist so eine Anspielung. Wer hat hier Neuromancer von William Gibson gelesen? Hände hoch im Chat. Naja, nein. Ganz toller Roman. Egal. Ja, gut, okay. Also fand ich jedenfalls. Der hat den Begriff Cyberpunks geprägt. Also so eine Art, ja, so Punk und so Science-Fiction-Coolness, irgendwas mit Nerdtum und so. Der ist schuld daran, dass jetzt alles Cyber heißt, oder was? Genau, ja, William Gibson.
großartiger Science-Fiction-Romanautor, ganz toll. Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, wir nennen uns jetzt Cypherpunks. Also sie haben das B durch ein PH ersetzt und wollten damit sagen, okay, bei uns geht es immer um Verschlüsselung und Verschlüsselung Punk. Und das ist so ein bisschen, also ich würde es mal so beschreiben, das ist so ein gewisser Level von so einem anarchistischen Gedanken, der bei den Leuten vorgeherrscht hat. Also die Überlegung geht ungefähr so, wir haben hier, ich gebe jetzt mal den Gedanken so wieder, wie die sich das damals Anfang der 90er gedacht haben, ja. Wir haben hier einen Staat, der will uns die ganze Zeit überwachen. Ja, der will in alles reingucken, was wir kommunizieren. Und jetzt kommt diese Technik um die Ecke. Und mit der werden wir frei. Wir brauchen nur diese Technik einmal vernünftig anzuwenden und niemand mehr kann irgendwas mitlesen. Und wir sind da free mit unserer Kommunikation. Und die das ist natürlich ein Gedanke. Des Bürgers mit der Technik irgendwie. Wie bitte? Ja, die Selbstermächtigung des Bürgers über die Technik. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Und da ist natürlich, also wir alle, glaube ich, sind alle so geeicht und verstehen, was das wahre Fünkchen daran ist, aber vielleicht ahnt man auch schon so ein bisschen, was auch der optimistische Überschwang darin ist oder was da alles nicht mitbedacht wird, was auch noch eine Rolle spielt oder so. Jedenfalls, was die gemacht haben, ist PGP zu machen und wie um die Sache mit der Überwachung zu bestätigen, folgte die Antwort auf dem Fuße. Die USA haben eine Zeit lang ernsthaft versucht und das ist kein Witz, den Export von starker Verschlüsselung, da wurde dann nochmal ein Unterschied gemacht, da wurde gesagt, naja, wenn die Schlüssellänge so kurz ist, dass wir es knacken können, dann ist das ja so eine Kindergartenverschlüsselung, da sehen wir mal drüber hinweg. Aber wenn das ja richtig... Genau. Ja, das ist wirklich so ein bisschen die Überlegung gewesen, ja. Aber wenn das starke Verschlüsselung ist, dann betrachten wir das wie eine Sache, die wir durch Kriegswaffenkontrollgesetze mit einem Exportverbot belegen, was aber auch für die Benutzung innerhalb der USA dann eine Schranke darstellt. Und dann kommt, jetzt haben wir das Rätsel des T-Shirts gelöst, und dann kommen solche Cypherpunks wie Adam Back damals, der hat sich das T-Shirt ausgedacht, und sagen, wir führen euch jetzt mal vor Augen, wie absurd der Gedanke ist, indem wir eine Implementierung von RSA in Perl, okay, jetzt keine Witze über die Programmiersprache Perl, bitte, wir sind immer noch Mitte der 90er, ja, also auf jeden Fall, indem wir eine Implementierung von RSA in Perl machen, die so kompakt ist, dass es in einer halbwegs lesbaren Form auf ein T-Shirt drauf geht. Und dann drucken wir diese T-Shirts, alle reisen damit rum und dann steht da so, hey, ich bin eine Kriegswaffe und darf nicht exportiert werden. Und damit führen wir die Leute ganz schön vor. Das ist so diese Story. So. Und jetzt, dann komme ich jetzt nochmal auch ein bisschen nochmal zum Ende. Achso, jetzt kommt hier gerade, wo war die Grenze? 40-Bit vom 56-Bit. Oh, ey, ihr seid Hardcore-Nerds. Also ich kann nur so viel sagen. Es gab, vielleicht erinnern sich manche ältere Anwesende noch, eine Version vom Netscape Navigator. Das war damals ein populärer Browser, was später Mozilla Firefox im Prinzip wurde. Und da gab es eine Version, die man... eine 56-Bit-Verschlüsselung haben wollte, hatte, also RSA-Schlüssellänge 56-Bit. Und wenn man die 128-Bit haben wollte, musste man sich einen Patch besorgen. Und Mr. Ketcher hat eben im Chat schon geschrieben, es gab für Netscape eine US- und eine Nicht-US-Version. Ja. Ist das das, was du meinst? So ist es, genau. Und von außerhalb der USA musste man dann sich den Patch besorgen. Wild, wild. So, und jetzt komme ich aber auch schon ein bisschen zum Schluss oder so der soziologische Dreh, das Interpretative in meiner Arbeit. Klar, es ist dann so weitergelaufen. Ich meine, das war ja eigentlich historisch kein großer Abstand. Ich habe diese Magisterarbeit 2004 finalisiert. Da war ja PGP gerade mal nur 13 Jahre alt oder so. Ist schräg im Nachhinein. Also, ja, also gut. Ja, ihr versteht, was ich sagen will. War noch, ne? Hochaktuell, und ja. Das war, ja, war noch, fühlte sich noch ein bisschen aktueller an oder so. Inzwischen, wenn man das Thema nochmal wieder aufgreifen würde, müsste man, also da müsste man noch mehr Phänomene, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind, mal betrachten. Das ist nicht alt geworden, ja. Mhm. Denn, und das ist dann eigentlich der interpretative Zugang, den ich in meiner Arbeit hatte, es stellte sich Folgendes heraus. Eine Nation wie die USA kann gar nicht umhinkommen, die Verwendung von dieser starken Verschlüsselung, zum Beispiel in Browsern oder gerade in Browsern, zu erlauben. Ja, nicht nur zu erlauben, sogar zu fördern oder so, weil das der Schlüssel ist für solche Sachen wie E-Commerce, ja. Und darauf
kann man nicht verzichten wollen als so ein Staat. Und also wenn man ein erfolgreicher, den Weltmarkt dominierender, globalen Handel betreibender, etc. pipapo, Staat sein will. Und auf der anderen Seite, und jetzt wird's lustig, besteht natürlich der Anspruch, an dem die Cypherpunks Anstoß genommen hatten, dass man eigentlich alle jederzeit überwachen will, dieser Anspruch besteht fort. Ja. Man muss also sozusagen beides in eine Verlaufsform bringen. Man muss irgendwie beide Ziele gleichzeitig haben. Und das ist das Komplizierte, das ist die komplizierte Welt, in der wir jetzt leben. Und man kann es an vielen Stellen durchdeklinieren. Ich will abschließend nochmal ein Beispiel nennen, ein Thema, was ich heute aufgreifen würde, wenn ich die Magisterarbeit nochmal schreiben müsste, weil wie in so einem Albtraum dann ich erfahre, oh nein, die Arbeit war ungültig, sie müssen ihre Magisterarbeit von 2004 nochmal schreiben. Hast du diesen Albtraum auch? Den haben alle, oder? Ja, klar, das ist ein Standard. Das ist ein ganzes Genre von Albträumen. Ich bitte dich, natürlich, klar. So, also wenn, ich erzähle euch gleich mal einen realen Albtraum, aber mach. Okay, ja. Genau. Dann wäre nämlich jetzt aktuell ein schlagendes Beispiel WhatsApp. Ja? Nehmt euch mal diese, das ist ja sozusagen die verschärfte Version von ihm, was E-Mail Anfang der 90er Jahre war. Ja? WhatsApp hat, lasst mich lügen, mehr als 1 Milliarde Nutzer. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Einigen wir uns darauf mal, Fantastillionen Benutzer. Ja, also WhatsApp hat ein paar Fantastillionen Benutzer, so whatever, total, total irre viele, mehr als jemals irgendein wahrscheinlich direktes 1:1 Nachrichtenmedium hatte. So, und was macht WhatsApp jetzt? WhatsApp holt sich diesen Moximalien-Spike, der ein ganz cooles Protokoll entwickelt hat für asymmetrische Verschlüsselung, extra für Messenger, die immer nur schwache, gelegentliche Internetverbindungen haben, lässt sich das von ihm implementieren. Also das heißt, WhatsApp, dieses Ding, was von Milliarden Leuten benutzt hat, hat eine absolut up-to-date, tolle, nerd-approved Verschlüsselungsprotokoll. End-to-End-Verschlüsselung, ja, zwischen den WhatsApp-Teilnehmern. Und gleichzeitig ist es eine proprietäre App, die komplett kontrolliert wird von der amerikanischen Firma Facebook. Sodass im Zweifelsfall natürlich das, was sozusagen in manchen Situationen, wenn man zum Beispiel vielleicht ein Oppositioneller ist in irgendeinem Land oder so, was dann wirklich hilfreich sein könnte, eventuell das am Start zu haben, diese Art von Verschlüsselung, das komplett hinterfragt wird nochmal durch die Tatsache, dass man da es natürlich mit einer Firma zu tun hat, die wahrscheinlich jederzeit, wenn irgendein US-Geheimdienst bei denen an der Tür klopft und die darum bittet, die eigene Sicherheit, die Sicherheit der eigenen App dann zumindest punktuell doch wiederum unterlaufen würde. Ja, und dieses Überwachen möglich machen würde. Und dieses Dilemma, das ist so in einer Nussschale mal erzählt, die Welt, in der wir leben, wo die Cypherpunks mit ihrem enormen, innovativen Anfang 90er-Jahres-Spirit auf der einen Seite komplett Erfolg haben, ja, die haben das wirklich in die Hand der Leute gebracht, die haben damit angefangen. Und auf der anderen Seite, was komplett anderes rausgekommen ist, als das, was die gemeint haben, wo nämlich nicht einfach nur diese Utopie Wirklichkeit geworden ist dadurch, ja. Und das ist, das ist der Dreh daran. Okay. Das ist ja total spannend. Ich finde es auch ein unglaublich vielschichtiges Thema. Also es hat so diese Nerd-Aspekte und dann hat so diese, ich bin Herr über meine Daten oder Frau über meine Daten-Aspekte, ne? Und ich kann auch den Großen irgendwie so ein Schnippchen schlagen. Und damals war das halt, als ich da irgendwie Ende der 90er beim Studiumsbeginn irgendwie drauf gestoßen bin, war das für mich auch so ein totales Aha-Erlebnis. Und dann kannst du dir mit deinem Kommilitonen irgendwie eine Mail schreiben und siehst dann, wie die als Datensalat-Variante aussieht. Und dann kann er die entschlüsseln und dann steht das da wieder drin. Und dann kannst du nur den Betreff nicht verschlüsseln und dann schreibst du den Betreff Bombe rein, weil du glaubst, du könntest damit irgendwie... Das war der Renner damals. Ne? Ja, total, total, total. Ja, also ich finde auch total interessant so, weil, also du sagst, dass das an amerikanische Unternehmen quasi die Verschlüsselung wahrscheinlich jederzeit, also ne, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich eben doch wieder irgendwie rückgängig machen kann. Und ich denke mir dann gerade so, ne, also es gibt ja auch dann noch den anderen Weg, quasi Leute dazu zu zwingen, ihr Smartphone zu entsperren und den WhatsApp-Verlauf, also quasi als würde man den gezwungen würden, seine Briefe zu öffnen und sie hinzulegen.
dass die Leute die lesen können, um nachzuprüfen, was man gemacht hat oder so. Das ist ja was, was tatsächlich auch passiert. Und das ist so die Low-Level-Variante von Encryption, also von Entschlüsseln. Weil, ne, also damit umgeht man natürlich jede noch so gute Verschlüsselung, wenn man quasi Leute auf eine andere Art dazu zwingt, ihre Daten preiszugeben, weil sie zum Beispiel eine Aufenthaltsgenehmigung möchten oder ähnliches. Total, du bringst es auf den Punkt. Es gibt einen ganz wunderschönen XKCD-Comic dazu, wie zu so vielen schönen Nerd-Themen. Ich hab den Link nicht zur Hand. Die Rechercheaufgabe überlasse ich weißt mal. Nicht auswendig. Nee, ich hab die Nummer, ja, die okay, jetzt Nummer. Mal Butter bei die Fische. Was ist euer Lieblings-XKCD-Nummer bitte auswendig? Genau, oh, genau. Oh Gott, oh. Toll. Bei mir ist das Henning, du hast sowas, echt? 368, ernsthaft? 386. Könnt ihr nachher nachgucken. Echt? Ich dachte, ich mach das Wahnsinn. Jetzt. XKCD. Was? 386. Toll. Aber jetzt lenken wir schon wieder voll vom Thema ab hier. Ja, aber okay. Trotzdem, also. Du musst nur noch /386. Are you coming to bed? I can't. This is important. What? Someone is wrong on the internet, natürlich. Ah, ja, geil. Ja, toll, toll. Ja. Klasse. Ja, der ist gut. Nee, mein Liebling ist der mit dem. Es gibt 14 Programmiersprachen oder Standards und meine Güte, ist ja viel zu viel. Lass uns einen erfinden, der alles zusammenfasst. Juhu, jetzt und haben genau wir 15 den Standards. Hat Anja gerade. 9:07. Ja, 9:07. Ja, sehr gut. Ach, geil. Wie geil. Ja, toll. Hier, 538 schickt noch jemand. Ich muss kurz nachdenken. Mensch, und Ben hat meinen erraten. Er hat ihn. Ja, genau. Also meiner Imagination. Okay. 538, ja. Ja, okay. Ja. Merkt euch also, das wird nächste Woche abgefragt hier. Genau. Ich fasse es jetzt in Worten nochmal zusammen, den XKCD-Witz hier. Und zwar irgendwie der Traum des Krypto-Nerds ist, ich habe die Nachricht verschlüsselt. Und dann sagt der Bösewicht, Mensch, wir bräuchten ein milliardenschweres Rechenzentrum, um diese Verschlüsselung zu knacken. Und dann sagt er, nimm diesen 5 $ Schraubenschlüssel und droh ihn damit zu hauen, bis er dir das Passwort verrät. Das ist die wahre Welt. Ja, und das ist natürlich, ja, das ist richtig. Ja. Genau. Ja, also es ist halt echt, wie gesagt, so ein total vielschichtiges Thema. Mittlerweile haben, glaube ich, auch die Behörden verstanden, dass es teilweise einfacher ist, irgendwie vielleicht die Firmen dazu zu zwingen, die Inhalte der Nachrichten nicht nur einfach zu Ende zu verschlüsseln mit dem Key, den der Endnutzer hat, sondern zusätzlich auch nochmal mit einem Sicherheitsschlüssel zu verschlüsseln, der dann für Bedarfsträger, wie das ja so schön heißt, also das heißt halt Sicherheitsbehörden auch irgendwie nochmal entschlüsselbar ist, ne? Und da weiß man halt auch nicht bei so proprietärer Software, was da alles so dahinter steckt. Und das fand ich damals halt, oder ja gut, diese Diskussion hatten wir damals Ende der 90er nicht, aber ich fand es halt so eine coole Sache, dass du es halt komplett selbst in der Hand hattest, diese Verschlüsselung. Auch wenn du dazu irgendwie ein bisschen kompliziert irgendwie dir so eine Software installieren musstest, dann während der Erstellung des Keys irgendwie seltsam an deiner Maus ruckeln musstest und damit du dann da irgendwie einen besonders tollen Key hast irgendwie, ja. Mhm. Ja, ist richtig, ja. Ich finde es ein super Thema. Wir haben auch, wollte ich kurz sagen, also das zu verstehen mit der Verschlüsselung, das kann man erklären, aber muss man auch jetzt nicht ausführlich erklären. Aber wir haben mal einen Comic dazu gemacht bei mir auf der Arbeit und haben das mal erklärt, wie man, wie Verschlüsselung funktioniert. Und das in dem Webcomic finde ich ganz, ganz gut erklärt. Unter anderem haben wir das mit Farben dort erklärt und Farben mischen, aber nicht mehr entmischen kann. Cool, ja. Ah, und, cool, das muss ich das ist ja auch so ein bisschen Ruhe so ein Prinzip, wie, das Multiplizieren zweier großer Primzahlen ist einfach, aber dann wieder die Primfaktorzerlegung von einer riesigen Primzahl in zwei große Primzahlen ist so gut wie möglich. Und in dem Comic kann man sich das nochmal in Ruhe angucken, wie das funktioniert. Cool. Und die ja, aber wo du das mit den Cypherpunks eben erklärt hast, in manchen Nerd-Podcasts, die ich so höre, wird gesagt, Cypherpunks
Das sei auch so, wenn man irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hinkommt und man will in ein freies WLAN rein und das Passwort funktioniert nicht. Es würde oftmals funktionieren, so hat es die Tradition, die Legende, dass man einfach Cypherpunks eingeben müsste. Und wenn irgendwo an irgendeinem freien WLAN schon mal ein echter Cypherpunk vorbeigekommen ist, hat der das System so gehackt, dass dann also mit dem Login Cypherpunks, man überall reinkäme. Ich habe das ein paar Jahre lang ausprobiert, aber anscheinend laufe ich nur an, weiß nicht, WLANs vorbei, die... wo keine echten Cypherpunks vorbeilaufen, die das für mich hätten vorher hacken können. Fand ich aber trotzdem eine schöne, schöne Geschichte eigentlich. Und in diesem Nerd-Podcast, wo du das eben sagtest, mit dem, ja hier, drohen und dir mal, muss man das Gerät für uns entsperren. So richtig coole Nerds haben ja dann anscheinend, so höre ich das in solchen Nerd-Podcasts, haben ja dann zwei verschiedene Passwörter, die sie eintippen können. Das eine ist das Passwort, wo ihr eigenes richtiges System dann zum Tragen kommt, wo die geheimen, wichtigen Sachen drinstehen. Aber wenn du ein zweites, anderes Passwort eintippst, dann kommt da ein total unvorbelastetes System, wird dann da aufgeschlossen und da kann dann also keiner was gegen sagen. Da ist irgendwie vielleicht nochmal ein kleine Urheberrechtsverletzung drin oder irgendwie einen Instagram-Feed mit irgendwelchen nur mit Salatfotos seltsamen Hobbys oder so. Die ganzen illegalen Sachen, die sieht man da nicht. Vielleicht ist das, aber auch das auf Smartphones das auch gibt, das geht garantiert auf irgendwelchen irgendwie selbst aufgesetzten Linux-Kisten, aber auf Smartphones gibt es das wahrscheinlich noch nicht. Oder es würde niemand zugeben. Nein, gibt's nicht. Die Cypherpunks sind nicht nur für ein paar Anekdoten gut, sondern die sind die ganze Zeit immer noch am Start geblieben und haben so in so einer frühen Phase Sachen als verrückte Idee ausprobiert, die später ganze digitale Industrien angefeuert haben und angefacht haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Also zum Beispiel gab es 1992 auch Cynthia Dwork, die war später bei Microsoft Research oder so lange Jahre. Die hat überhaupt so ein paar sehr coole Paper geschrieben. Und die hat 1992 im Prinzip das, was wir heute bei Bitcoin als Proof of Work kennen, erfunden. Ne? Und Adam Back, der Typ mit dem lustigen T-Shirt, den wir gerade hatten, der hat eine der wichtigen, absolut wichtigen, entscheidenden Vorgängerversionen von Bitcoin auch erfunden. Also das ist so, die haben immer ständig lustige neue Sachen rausgespuckt. Ich glaube, inzwischen ist das als Innovationsmühle so ein bisschen erlahmt, weil die Kultur hat sich gerade durch Bitcoin leider sehr stark geändert. Das ist inzwischen so ein Ding, oder könnte man mal ganz interessant drüber nachdenken oder sowas, ne? Sobald du irgendwie einen Schwung von Leuten hast, die sagen, ja, Kryptographie, das ist so ein Get-Rich-Quick-Schema oder so, ist der Spirit natürlich ein anderer, ne? Und das ist, glaube ich, eine Sache, mit der die zu kämpfen haben jetzt oder sowas. Aber das ist so 90er Jahre, als Kryptographie noch cool war, ja, und wirklich so ein Nerd-Thema war, wo Leute einfach Sachen mal ausprobiert haben und wirklich ein bisschen auch anarchistisch inspiriert waren. Ganz interessant eigentlich. Spannend. Guck mal, siehst du, wir kriegen mit unseren Themen hier die Zeit rum. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir es schaffen, ob Herr Kenning noch was erzählen kann hier. Ja, was meinst du? Ja. Kann auch beim nächsten Mal was erzählen, aber ich wollte noch Lambert noch fragen, eine Magisterarbeit ist ja, also da kann man nicht so viel drin selber erforschen wie in einer 3- oder 5- oder 8-jährigen Doktorarbeit, aber hattest du irgendwie eine Erkenntnis oder war das mehr so ein Literaturzusammenschrieb? Ja, nee, es ist ein richtiger Hinweis. Ich glaube auch nicht, dass ich da wirklich was erforscht habe. Es ist, man richtet sozusagen eine Linse auf einen Zusammenhang oder einen Sachverhalt, so würde ich sehen. Das kann man mehr oder weniger gelungen machen. Ich habe die Arbeit leider auch nicht veröffentlicht, das würde ich heute auch anders angehen, aber das ist ja halt dann auch so ein Lernprozess, so funktioniert es ja auch und da geht man durch und dann merkt man was oder so, ne, und dieses, dass man so, also diesen techniksoziologischen Dreh, dass man sich überlegt, okay, warum erfinden Leute was und so und warum setzt sich das, was sie erfunden haben, durch, aber aus anderen Gründen oder unter anderen Vorzeichen, als sie es beabsichtigt haben. Das halte ich tatsächlich für ein spannendes Ding. Das lohnt sich, sich sowas anzugucken oder so, weil wir immer noch oder immer mehr in so einer Welt leben, wo es
Nerdkultur gibt oder sowas, die wirklich auch teilweise so eine Funktion hat, neue Ideen überhaupt aufkommen zu lassen. Das ist wie so ein kultureller Nährboden oder so. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Fimmel von mir oder so. Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die dabei sind oder so, die ich drück denen die Daumen, bin auf ihrer Seite, schwenke ihre Fahne und so weiter, aber dass sie auch vielleicht das reflektieren, was passiert mit den Ideen oder so, wenn sie in die große weite Welt kommen und was für Mechanismen von Macht und wirtschaftlicher Dominanz und so es gibt und wie die sich auswirken und so. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich für mich nochmal, wo ich nach der Arbeit kurze Zeit geglaubt habe, das für das Thema einmal ganz gut erklärt zu haben oder so. Ja, und dann kommen natürlich wieder tausend andere Themen und bleibt dann nicht so lange der Wahrheitswert oder der Erkenntniswert aus sowas vielleicht, ja. Es hat aber so eine Übertragbarkeit, weil das ist ja auch sowas, ein großes Dilemma der Wissenschaft oder von Wissenschaftlern, so Dinge, die sie erfinden oder entdecken oder die dann quasi eigentlich eine harmlose oder wichtige Entdeckung sind, die dann aber aus anderen Gründen eben zu etwas Zerstörerischem gemacht wird. Ja, also sei es nun, dass aus irgendeiner Erfindung eine Waffe gemacht wird oder, quasi ist ja so ein Dilemma. Und das ist interessant, klar, es gibt natürlich auch solche Dinge, ne, wenn es um Technik geht, ne, also die natürlich mit einer anderen Intention gemacht wurden und dann für was anderes benutzt werden. Das ist natürlich auch total interessant. Das ist auf jeden Fall eine schöne Arbeit. Und ich finde das ja gut, wenn man es schafft, nochmal so ein Thema, was halt vielleicht für ein paar Leute irgendwie einen Zusammenhang hat oder sich erklärt, nochmal so zusammenschreibt und zusammenfasst, dass es tatsächlich ein Bild ergibt. Ja, also nicht, das muss man ja erstmal machen, dass man daraus ein Bild zeichnen kann und sagen kann, so sah das in Gänze aus. Das hat was. Wenn jemand jetzt spontan die Idee hat, mal eine soziologische Arbeit zu schreiben über Verschlüsselung von WhatsApp und was für eine absurde Situation das ist, ich bin gern dabei, das zu reviewen oder einen Beitrag dazu zu machen oder so. Ich finde es cool. Wäre so ein Update. Mhm. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon so spät. Wie ist es denn, Henning? Ja, also ich könnte noch was erzählen, wenn ihr noch wach seid, aber wir könnten es auch auf einen späteren Termin schieben, aber für mich ist beides recht. Also ich finde, ich habe noch Zeit. Ich fände das Thema wahnsinnig interessant. Ja, also genau. wenn es jetzt so ist, dass die Zuschauerzahlen einbrechen und wir besser damit fahren, es bei einer anderen Gelegenheit zu machen, finde ich auch gut. Aha. Ansonsten wäre ich dringend dafür, dass du es jetzt machst. Dann, Genau, kann ich euch mal mitnehmen in die Geschichte der Physik. Und zwar tauchen wir so in die 1880er Jahre ab. Und wir sind also bevor Einstein halt Einstein hatte ja seinen Annus Mirabilis, sein Jahr, in dem er viele tolle Sachen gemacht hat, 1905. Und da hat er ja unter anderem eine Veröffentlichung gemacht zur Elektrodynamik bewegter Körper. Und da drin ist das, was wir heute spezielle Relativitätstheorie nennen, veröffentlicht. Und das war ja ein Umbruch in der Wissenschaft. Es gibt da so wissenschaftstheoretische Modelle, zum Beispiel ganz klassisch von Thomas S. Kuhn, die über die Revolution in der Wissenschaft und sowas wird halt als eine Revolution gesehen, diese spezielle Relativitätstheorie, auch wenn die damals noch nicht so hieß. Und was das insbesondere bedeutet aus dem heutigen Blickwinkel, ist halt, dass zum Beispiel Geschwindigkeiten sich nicht einfach so linear aufsummieren lassen. Also wenn ein Zug mit 100 km/h fährt und ich in die Fahrtrichtung mit 5 km/h nach vorne laufe, dann würde ich in meiner Alltagswahrnehmung denken, dass ich jetzt im Vergleich zu dem Bahnhof, durch den wir gerade durchfahren, irgendwie 105 km/h gehe. Oder wenn ich gegen die Fahrtrichtung laufe, dann würde ich denken, ich werde 95 km/h schnell sein im Vergleich zu dem Bahnhof. Weil ich einfach denke, Geschwindigkeiten addieren sich linear. Und das gilt auch bei kleinen Geschwindigkeiten. Und klein heißt klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit, gilt das auch so. Aber
Das Interessante ist halt, dass Einstein dann mit der speziellen Relativitätstheorie 1905 halt postuliert hat, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich ist. Und das heißt, wenn ich eine Taschenlampe mit der Taschenlampe leuchte, auf einem Bahnhof stehend, auf dem Bahnhofsgleis stehend, und dann messe ich dann irgendwie die Lichtgeschwindigkeit, dann kommt da raus, die ist ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde schnell. Und wenn ich das jetzt aber in einem Zug die Taschenlampe leuchte und die Taschenlampe aus dem Fenster halte vom Zug und dann steht jemand am Bahnhof und misst, dann ist die nicht 300.000 Kilometer pro Sekunde plus 100 km/h schnell, sondern immer noch 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit ist immer gleich groß, unabhängig vom Bewegungszustand der Lichtquelle. Und das ist halt etwas, damit ich dann trotzdem solche Rechnungen machen kann, kann man Geschwindigkeiten nicht einfach linear addieren, sondern da gibt es dann so Rechenvorschriften, wie die addiert werden können. Und das ist halt etwas, was so der Alltagserfahrung widerspricht, und das hat dann so komische Folgen, diese Theorie, wie zum Beispiel diese sogenannte Längenkontraktion, dass also bewegte Dinge dann irgendwie eine andere Länge haben als unbewegte Dinge, zumindest wenn sie mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Und ja, das kommt einem alles erstmal irgendwie ein bisschen seltsam vor. Und weil einem das so seltsam vorkommt, muss man als ja, jemand, der in einer zum Beispiel Physik sozialisiert wird, wie ich das auch in meinem Physikgrundstudium erfahren habe, muss man dann so Lehrbücher lesen. Und in denen wird das halt so erklärt. Und genau, jetzt würde ich gerne gleich ein bisschen was zeigen und frag mal unsere Technik-Zaubererin. Claudia, kann ich meinen Bildschirm freischalten und hier ein PDF zeigen? Oder soll ich dir lieber sagen, nimm mein PDF und mach es auf? Wir können das so versuchen. Du wärst dann allerdings nicht mehr zu sehen mit deinem Kamerabild. Ja gut, meine Nase ist weniger interessant als jetzt das, was ich zeigen würde. Okay, dann gehe ich mal... Dann teile mal und ich mach mal uns groß. Moment. Dich groß, ich glaube so. Also ich habe jetzt schon auf Teilen geklickt und habe hier ein PDF geöffnet, traue mich ja aber jetzt nicht in den Stream zu gucken, um zu gucken, ob es da ein PDF offen ist. Es funktioniert. Wir sehen dein PDF in groß. Ah, okay, super, großartig. Jetzt gibt es also interessante Fragen, die sich also hier ergeben. Und bevor wir jetzt zum Licht und so zurückkommen, will ich euch mal kurz eine kurze Denkaufgabe geben. Also ihr stellt euch vor, Lambert, du bist bitte ein Flugzeug, das fliegt von einem Punkt über eine gewisse Strecke L und zack wieder zurück. Und du bist das Flugzeug B, was hier gezeigt ist, was also von links nach rechts fliegt. Und du fliegst also die eine Strecke mit Rückenwind hin und exakt gegen den Rückenwind zurück. So, und Claudia, du bist bitte ein anderes Flugzeug. Du bist das Flugzeug A, das fliegt also senkrecht zur Windrichtung, genau dieselbe Strecke hin und auch dieselbe Strecke wieder zurück. Du musst dabei aber ein bisschen um den Winkel Gamma immer vorhalten, damit du sozusagen letztendlich am selben Punkt wieder landest. Ist das, weil ich so abgedriftet werde, ja, vom, genau, Wind. Okay. Sieht man eigentlich auch, wenn ich den Mauszeiger bewege? Oder ja, sieht man das? Ja, sieht man. Okay, gut. Also du fliegst bitte, Claudia, hier parallel 90 Grad zum Wind hin und 90 Grad zum Wind wieder zurück. Ihr fliegt gleichzeitig los, Lambert, du mit Wind plus Fluggeschwindigkeit hin und zurück. Und jetzt ist die große Frage, wer von euch, seid ihr gleich schnell? Oder kommt ihr gleich zum gleichen Zeitpunkt am Ausgangspunkt wieder an oder seid ihr unterschiedlich schnell? Ich bitte um... Ja, aber das probieren wir mal aus. Warte, ich flieg mal los. wir kommen zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt an. Ja. Echt? Warum? Ja, also da kann man jetzt hier auch schön im LaTeX, also meine Arbeit ist auch gelatecht. Wunderschön. Und da kann man jetzt hier so ganz einfache Mathematik aus der Mechanikvorlesung erste Stunde irgendwie, erstes Semesterwochenende machen und kommt dann drauf, dass aus irgendeinem Grund, es kommt drauf an, die Windgeschwindigkeit soll natürlich kleiner sein als die Fluggeschwindigkeit, damit Lambert auf dem Rückweg überhaupt noch vorankommt. Und eben weil das so ist, ergibt sich dann, dass also Claudia schneller ist als Lambert. Also es ist in der Tat schneller, immer senkrecht zum Wind hin und zurück zu fliegen, als erst mit Rückenwind und danach total gegen den Wind. Ich akzeptiere es jetzt einfach mal, okay. Genau, es ist für sich.
Genau, es ist Physik. Und was hat das alles mit Lichtteilchen und mit Einstein zu tun? Also, man hat sich, als wir den Einstein noch nicht kannten, 1880er Jahre sind wir, ich muss mal hier eben zu einer anderen Seite springen. Da hat sich jemand, der Mensch, der hieß Michelson, der hat sich ein Gerät ausgedacht, um etwas zu messen. Und dabei ging es um die Frage, ob Licht auch ein Trägermedium braucht, in dem es voranschreitet. Also das war damals nicht so richtig klar. Denn also was wir uns zum Beispiel ja sonst als Welle kennen, zum Beispiel meine Stimme, die ihr gerade hört, die muss, um von meinem Stimmbändern zum Mikrofon zu gelangen, halt durch die Luft. Und die braucht auch diese Luft als Übertragungsmedium, weil es ja letztendlich mechanische Schwingungen der Luft sind. Und genauso bei Wasserwellen. Die Wasserwellen brauchen das Wasser als Übertragungsmedium, ohne Wasser keine Wasserwelle, ohne Luft keine Stimme, keinen Klang. Und in Analogie dazu hatte man sich halt gedacht, das Licht, was dann sich so langsam so 1870er Jahre herausstellte, auch als elektromagnetische Welle verstanden werden kann, da hat man gedacht, da braucht man auch ein Medium. Und dieses Medium wurde also Äther genannt. Und dann hat man sich aber so überlegt, wenn Lichtstrahlen sich irgendwie so durch den Raum bewegen, dann gehen die ja auch durch den Äther durch. Und das Interessante ist ja jetzt, die Erde steht ja nicht still, sondern sie dreht sich halt um sich selbst, aber vor allem dreht sie sich auch mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit einmal im Jahr um die Sonne. Und dann hat man gedacht, okay, der Äther, das ist ja wahrscheinlich etwas, was sozusagen im Raum still ist, so wie ein Medium, wie eine Luft, die nicht irgendwie vom Wind bewegt wird. Und die Erde fliegt da jetzt mit 30 Kilometern pro Sekunde auf ihrem Weg um die Sonne, fliegt die da rum. Und das heißt, die Vorstellung war, dass es einen sogenannten Ätherwind geben müsste. Also die Erde erzeugt dadurch, dass sie durch den Raum fliegt und durch den Äther fliegt, also eine Art Wind. Und wenn sich Lichtstrahlen jetzt in diesem Wind bewegen, da müssten sie eigentlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, je nachdem, in welche Richtung sie fliegen. Und vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz noch mal zurück. Ich scroll hier noch mal hoch. Ich hatte mir vorher mal die... Nee, so ist besser. So sehen wir mal all deine tollen Formeln. Guck dir an. Ja, genau, genau. Also was sie sich im Prinzip gedacht haben, wir bauen halt ein Interferometer, nennt man das, also einen optischen Versuch. Optik übrigens in meinem Physikgrundstudium haben die Leute immer im praktischen Semester haben die immer gesagt, Optik ist, wenn man trotzdem lacht. Weil das irgendwie sehr aufwendig war, das alles aufzubauen. So. Also man hat hier eine Lichtquelle, die geht hier durch einen halbdurchlässigen Spiegel durch. Das heißt, es ist derselbe Lichtquelle, die einerseits hier gerade durchgeht und andererseits hierhin reflektiert wird. Dann trifft sie hier auf einen Spiegel und wird wieder zurückreflektiert. Und weil dieser Spiegel halbdurchlässig ist, geht das auch hier wieder durch. Und der andere Teil, das hier war, glaube ich, Claudia. Und der Lambert fliegt also als Lichtstrahl hier drin, wird hier wieder reflektiert. Und dann werden diese beiden Strahlen zusammengenommen und werden in einem Beobachtungsteleskop beobachtet. Also man teilt etwas erst auf und dann bringt man es wieder zusammen. Und auf diesen Wegen, auf diesen Schenkeln hier, haben die unterschiedliche Dinge erlebt. Nämlich einerseits sind sie hier in dieser 90-Grad-Bewegung zu einem eventuell vorhandenen Ätherwind hier propagiert und einmal parallel dazu. Und das hat der Michelson 1880, und jetzt komme ich zu diesem Scan hier, hat der Michelson so 1880 aufgebaut. Und das ist auch halt tolle Physikgeschichte. Der war irgendwie bei Hermann von Helmholtz in Berlin im Institut, in dem Vorläuferinstitut der damals noch irgendwie noch nicht gegründeten Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, glaube ich, was heute die PTB ist. Und dann hat der mit so einem Gerät, das so eine Armlänge von 1,20 Meter, glaube ich, hatte, halt versucht, diesen Versuch zu machen, um dann zu gucken, ob er da was sieht. Was er da sieht, komme ich gleich noch zu. Und dann stellte er aber zum Beispiel fest, dass irgendwie das alles viel zu wackelig war, insbesondere weil in Berlin die ganzen Droschkenfuhrwerke da lang donnerten und als riesen Vibrationen verursachten, die also viel größer waren als die und die Messgenauigkeit kaputt machten. Und dann sind sie irgendwie nach Potsdam auf den Telegrafenberg gegangen und da in den Keller des Observatoriums, wo es schön kühl war und immer die gleiche Temperatur,
haben aber dann auch festgestellt, dass irgendwie, ja, also ein Hundertstel Grad Celsius Temperaturänderungen würden zu Längenänderungen dieser Arme hier führen, die dann wiederum das Interferenzmuster, was man also beobachten wollte, kaputt machen würde. Und ich scroll mal hier runter. Irgendwo jetzt verstehe ich den Ausspruch mit dem Optik ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? Ja. Und dann haben sie sich also etwas ausgedacht, was wesentlich, wesentlich stabiler war und was auch wesentlich größer war. Also sie haben hier, man sieht schon, das war dann 1887, also das in Potsdam der Versuch 1881, da haben sie nicht das gemessen, was sie eigentlich erwartet haben. Und 1887 haben sie dann den Versuch in, ich glaube, Chicago war es oder irgendwo in den USA nochmal neu gemacht und auch extrem viel stabiler gebaut, das Ganze. Also da war hier so ein Steinblock. Dann hatten sie hier so eine Drehvorrichtung. Wie die funktioniert, kommen wir gleich noch zu. Hier hatten sie einen riesen Sandsteinquader und auf dem hatten sie diese optische Anlage auch wieder aufgebaut. Und das war ein Riesending, das hat eine Schenkellänge von, ich glaube, 11 Metern gehabt. Also Faktor 10 größer. Und je länger die Schenkellänge, desto größer das, was du dann hinterher beobachten kannst. Und hier haben wir nochmal so einen Querschnitt dessen, was wir eben gesehen haben. Also hier unten sind die Steine. Hier oben ist dieser Sandsteinblock, auf dem dann oben die Instrumente drauf sind. Und das Ganze ruhte auf einem Becken, in dem hier Quecksilber war. Und man konnte dann diese ganze Apparatur hier so einmal im Kreis drumherum drehen und musste die nur einmal kurz anstupsen mit der richtigen, mit einer definierten Geschwindigkeit. Und danach glitt das also hier auf diesem Quecksilberbett hin und her. Und jetzt, so ist dann, ja gut, dann kann man noch mehrere Spiegel einbauen, dann wird das alles länger und dadurch, dass es länger wird, werden die Skalenteile, die ich beobachten kann, größer. Ich bin jetzt auf der Suche nach hier diesem schönen Bild von den Interferenzmustern. Wo habe ich das denn mal? Okay, ja. Kurze Frage, warum Quecksilber? Ich glaube, weil es irgendwie gut gleitet, aber ehrlich okay, gesagt. Okay, okay, ja, das stimmt ja schon, aber ich dachte so, wow, das muss doch teuer gewesen sein. Genau, das wollte ich euch zeigen. Mhm. Also was man dann letztendlich in dem Beobachtungsteleskop sieht, ist ein Interferenzmuster, also Wellen, die miteinander interferieren. Und was die Theorie halt voraussagte, ist, wenn ich dieses Ding drehe, dann drehe ich sozusagen das in dem Ätherwind und damit ist der Winkel gegenüber dem Äther verändert und damit ist der Geschwindigkeitsunterschied gegenüber dem Ätherwind, da nutze ich dann sozusagen einen anderen relativen Anteil auf der jeweiligen Schenkel, der halt gedreht ist gegenüber dem Ätherwind. Und dann müsste ich eine Verschiebung dieses Interferenzmusters um 4/10, also 4/10 eines Interferenzmusterstreifens sehen. Und was also dieses Instrument halt dann so. Ja, also wir haben schon gesehen, das ist ein relativ stabiles Ding. Wir haben auch da irgendwo noch so ein reales Foto nochmal. Und das war halt irgendwie so Big Science für die Zeit. Und der Michelson, der das hauptsächlich verantwortet hat, galt auch zu seiner Zeit als einer der besten Experimentatoren. Das ist auch in der Physikgeschichte halt, sind oftmals irgendwie die großen Erzählungen, die von den großen Theoretikern, die irgendwie was entwickeln. Mhm. Und Michelson hat also nie groß irgendwie eine Theorie oder so gebaut, aber wofür er wirklich bekannt geworden ist, ist diese extreme Messgenauigkeit. Und dafür war das halt herausragend. Das Interessante war halt, und jetzt komme ich zum eigentlich interessanten Punkt, dass dabei genau gar nichts rauskam. Also die haben erwartet, diese 4/10 Verschiebung des Interferenzmusterstreifens zu sehen und sie haben nichts gesehen, gar nichts. Und sie haben das irgendwie an mehreren Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten gemacht und es kam halt nichts dabei raus. Und das heißt, der Effekt, den die glaubten sehen zu können, nämlich diese Verschiebung in dem Ätherwind zu sehen, die war nicht da. Und wie mir als Physikstudent, das halt im Konsum dieser Physiklehrbücher halt immer erzählt worden ist, die Story, die geht dann so weiter, ja, dann haben sie gesehen, da kommt nichts bei raus, also muss
gibt es keinen Ätherwind, also muss der Äther falsch sein. Also gibt es gar kein Medium, das das Licht braucht, um zu propagieren. Also hatte Einstein mit seiner Theorie von 1905 recht. Punkt. Und dann fangen sie an, dir in den Physiklehrbüchern diese Theorie von Einstein zu erklären. Und ich habe das immer so gefressen und abgespeichert und habe damit irgendwie mein Physikgrundstudium gemacht. Und dann kam ich in mein Wissenschaftsgeschichtsstudium. Und dann kam halt raus, Moment, also so einfach ist das alles nicht. Natürlich gilt dieses Michaels-Morley-Experiment, also der Herr Morley, mit dem hatte das dann zusammen in den USA gemacht, als eines der berühmtesten Negativresultate und auch eines der berühmtesten Experimente, weil es mit so hoher Genauigkeit gemacht worden ist damals. Aber es ist eben nicht so, dass dann direkt nachdem das 1887 übrigens als Negativergebnis veröffentlicht, das ist ja auch schon mal gut, dass dann irgendwie direkt 1887 sich alle hingestellt haben und gesagt haben, Kinders, hier ist an unserer Äthertheorie irgendwas falsch. Sondern genau das ist eben erstmal nicht passiert. Und es hat dann eben noch von 1887 bis 1905 irgendwie Größenordnung 18 Jahre irgendwie gedauert, bis dann Einstein daherkam und gesagt hat, wir brauchen diesen Äther gar nicht, sondern Licht bewegt sich halt einfach so im Raum aus und es gibt diesen Äther nicht. Und das ist halt ein spannendes Beispiel dafür, wie Geschichtsschreibung manchmal funktioniert und manchmal auch ja, fälschlicherweise abgebildet wird, weil es halt irgendwie vielleicht auch in einem didaktischen Kontext irgendwie motivieren soll, jetzt zu sagen, okay, da ist jetzt etwa ein altes Modell, das ist falsch. Wenn man aber halt mal in die Geschichte dann genau reinguckt, sieht man, ja, das mag irgendwie so in so einer denklogischen Abfolge irgendwie oder auch in einer didaktischen Abfolge ganz nett sein, das so zu verkaufen. Aber historisch gesehen war das überhaupt nicht so. Die haben nicht sich 1887, nachdem das Experiment scheinbar negativ ausgegangen war, gesagt, jetzt ist hier irgendwie ein grundsätzliches Problem in der Physik. Sondern die haben eher gesagt, ja gut, wenn wir diesen Äther gar nicht detektieren können, dann muss der Äther vielleicht bei unserem Instrument stationär sein. Das könnte zum Beispiel dadurch passieren, dass durch die Erdbewegung der Äther mitgezogen wird, ein sogenannter Ether-Drag stattfindet. Also man führt eine Ad-Hoc-Annahme ein, die bestehende Theorie zu retten. Und das ist ein ganz interessantes Experiment. Fallen euch da Beispiele zu ein, oder? Ich finde nur, dass es sehr cool ist, dass du am Anfang auch auf Thomas Kuhn verwiesen hast. Er wird oft zitiert, aber es ist auch unheimlich treffend und es ist ein unheimlich, unheimlich gutes Beispiel für die Hartnäckigkeit dieser Paradigmen. Ja, also dass man wirklich in der Wissenschaft immer wieder, finde ich, mir kommt es so vor, in so einer Art Betriebsamkeit drin ist, dass man das Paradigma bewirtschaftet, ja, und immer wieder sich darum dreht und dieses, dass man sich nicht irritieren lässt oder sich zumindest nicht so schnell und so einfach irritieren lässt, wie du ja richtig hinweist, wie es dann in der Physikgeschichtsschreibung anscheinend oft gemacht wird, ja, sondern stattdessen irgendwie versucht, das mit Ad-Hoc-Theorien noch zu retten oder so, weil es ja so schön ist, in diesem Paradigma zu leben. Das ist cool, das ist sehr interessant, ja. Ja, und das ist, also ich finde, das ist ja eine total menschliche Reaktion oder Aktion, ne? Also dass man merkt, wenn etwas nicht funktioniert, sich zu überlegen, woran es liegen könnte. Aber man tut das ja erstmal in dem Rahmen, den man sich gesetzt hat, ne? In der Vorstellung, die man hat, sein Weltbild über den Haufen zu werfen und gleich irgendwas ganz anderes anzunehmen, ist natürlich nicht das, was man so, also was nahe liegt. Ne? Also ja. Also da brauchst, glaube ich, ein bisschen mehr, als um sein Weltbild so gänzlich über den Haufen zu werfen. Man versucht es erstmal zu retten. Oh, darf ich eine Anekdote beisteuern? Mir fällt gerade ein Zusammenhang auf zwischen dem Thema von Henning und dem von mir. Es gibt eine super lustige Geschichte von einem Peer Review, was Diffie und Hellman bei ihrer ersten Veröffentlichung, ihrem ersten Krypto-Paper zum Thema asymmetrische Verschlüsselung hatten. Und zwar
wurde das zum Publizieren abgelehnt. Und das, was der wahrscheinlich wieder Reviewer 2 oder so, so ähnlich bei Claudia gesagt hat, ist auch dokumentiert. Die haben gesagt, pass auf, was ihr hier macht, ist saugefährlich. Das sind Grundprinzipien der Kryptographie, die ihr bei eurer Forschung offenbar jetzt noch nicht richtig verstanden und angewandt habt, nämlich, dass man einen Schlüssel nie veröffentlicht. Ihr redet hier über veröffentlichte Schlüssel. Das geht gar nicht. Also wir raten dringend davon ab, diesen Unfug hier zu veröffentlichen oder so, wo man im Nachhinein sehr leicht hat, sich darüber lustig zu machen oder sowas, wo man aber auf der anderen Seite natürlich eingestehen muss, dass diese Leute einfach nur ein Paradigma der Kryptographie, unter dem diese viele Jahrzehnte bis dahin vorangekommen war und Dinge entwickelt hat, einfach verinnerlicht haben, ja. Finde ich sehr lustig. Stimmt. Stimmt, ja, genau. Also man dachte erstmal so, nee, das geht ja nicht. Ja. Einen Schlüssel veröffentlichen, hey, die haben das nicht begriffen, worum es geht bei Kryptographie, ne? Also, ja. Wahnsinn. Ja, genau, also noch vielleicht abschließend, genau, wollte ich euch noch ein Zitat hier von Einstein mitgeben, was er dann hier geschrieben hat in seiner Veröffentlichung von 1905. Da heißt es dann also, die Einführung eines Lichtäthers wird sich insofern als überflüssig erweisen, als nach der zu entwickelnden Auffassung weder ein mit besonderen Eigenschaften ausgestatteter absoluter Raum eingeführt wird, noch einem Punkt des leeren Raums, in welchem elektromagnetische Prozesse stattfinden, ein Geschwindigkeitsvektor zugeordnet wird. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwie im Ohr diesen Satz mal von Einstein als Tondokument irgendwo gehört zu haben. Ich habe es eben versucht, bevor wir angefangen haben zu strömen, nochmal zu finden. Ich wollte es einspielen, habe es aber nicht gefunden. Aber wenn unser wunderbarer Chat irgendwie das schnell findet, fände ich es auch großartig, wenn wir das nochmal von Einstein selbst hören könnten. Das ist irgendwie so mit seiner wunderbar weichen Stimme irgendwie. Ja. Im Ohr. Genau. Ja, aber das. Eine tolle Arbeit. Und ganz ehrlich, ich habe ja auch Physik studiert und wusste ich auch nicht. Dass da 18 Jahre dazwischen liegen. Ach, Moment, ich muss mal wieder. Ich gehe mal wieder rüber. Ne? Ja. Dass da 18, wie kriege ich euch denn wieder runter? Hier was aufheben? Nee, ich muss. du musst erstmal aufhören, deinen Bildschirm zu teilen. Genau, das wollte ich fragen, ja. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass da 18 Jahre dazwischen liegen. Für mich war das auch so ein. Das steht so in den Lehrbüchern, was soll denn da verkehrt sein? Ne? Habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, ja. Ja, man kann das auch halt dann noch irgendwie wissenschaftstheoretisch noch total weiter treiben. Also da gibt es dieses Schlagwort vom Experimentum Crookis, also dieses kritische Experiment, das halt wie an einer Weggabelung in der Lage sei, einem halt zu sagen, wo es lang geht. Also ob jetzt technisch gesprochen die Galilei-Transformation, wo ich Geschwindigkeiten linear addieren kann, oder die Lorentz-Transformation, wo da irgendwie noch so ein komischer Wurzel aus 1 minus Beta-Quadrat-Term eingeht, recht haben. Und das ist halt gerne so dargestellt worden, dass halt dieses Michelson-Morley ein sogenanntes Experimentum Crookis sei, das dann halt sozusagen der Wissenschaftsgeschichte den wahren Weg gewiesen habe. Und das ist teilweise auch eine bisschen vereinfachste historische Sichtweise, die oftmals so eine teleologische, sprich zielgerichtete Komponente beinhaltet, die dann in dieser Denkweise auf den heutigen Erkenntnisgipfel zusteuert. Das ist ja auch in der Geschichtsschreibung, glaube ich, an vielen Stellen, nicht nur in der Wissenschaftsgeschichte, so ein klassisches Meme, dass man irgendwie den aktuellen eigenen Zustand als Krone der Schöpfung und der Geschichtsentwicklung irgendwie sieht, auf den dann also das in positiver Weise zusteuert und in der Feder des Geschichtsschreibenden, also seine oberste Krone dann hat irgendwie. Ne? Und das ist halt Quatsch. Das ist halt historisch gesehen einfach Bullshit. Ich habe mich dann in der Arbeit noch so ein bisschen mit dieser Art von Geschichtsschreibung in Physiklehrbüchern halt auseinandergesetzt. Und ich fand das auch halt nicht einfach, im Rahmen von so einer kurzen Arbeit wirklich was Eigenständiges dann über eine Darstellung eines Themas, der in der Literatur halt komplett zusammengetragen ist, darzustellen. Aber was ich halt dann noch gemacht habe, ist, dass ich halt dann in
Größenordnung 30 Physiklehrbücher reingeguckt habe, deutschsprachig und englischsprachig, und dann geguckt habe, wie diese Physiklehrbücher dass das da halt darstellen. Und ja, da gibt es halt eine ganze Bandbreite von historisch falschen bis irgendwie missverständlichen. Aber und auch das in wissenschaftlichen Lehrbüchern, ne? Klar, ja, wobei, es geht um die Physik, natürlich, ne? Aber am Anfang habe ich mich auch gefragt, ist das nicht ein bisschen Wohlfall jetzt aus so einer physikhistorischen, was ja wirklich eine geisteswissenschaftliche Perspektive ist, dann irgendwie den Physik-Lehrbuchautorinnen oder meistens sind es ja Autoren, da irgendwie jetzt hier was um die Ohren zu hauen, das, was auch nicht ihr Fachgebiet ist. Mhm. Aber ja. Gerade Physiker denken ja irgendwie oftmals, sie könnten alles und wüssten alles. Das ist so meine Wahrnehmung. Aber manchen mag das ja auch irgendwie zutreffend sein. Aber da gibt es halt auch anscheinend dann nicht so richtig viel Bewusstsein dafür, dass Geschichte halt auch eine eigene Wissenschaft ist, die auch eigene Methoden und Wahrheitskriterien und so hat, die natürlich jetzt erstmal nichts mit naturwissenschaftlichen Denkmustern irgendwie so zu tun haben oder Wahrheitskriterien oder Methoden. Aber dass man sich dann halt auch vielleicht aufs Glatteis begibt. Und ich fand es halt aber auch schön zu sehen, dass es halt auch wirklich gute Lehrbücher gibt, die an der Stelle halt trotz extremer Kürze teilweise auch nicht jetzt in diese Fettnäpfchen reingetappert sind. Henning, mich würde mal Folgendes interessieren, mal eine Frage. Ich kenne diese Art Diskussion über verkürzende teleologische Darstellung aus solchen Diskussionen das Argument, dass es der Fehler, der darin steckt, dass der relativiert wird, indem gesagt wird, ja, aber so wird der Gedanke handhabbar. Und später, wenn du das begriffen, also sozusagen so eine Art Versuch, das mit Didaktik zu retten oder so, ja, wo dann gesagt wird, ja, ich verstehe deinen Punkt, es ist teleologisch. Wenn du das begriffen hast, kannst du später hingehen und später irgendwann dann das auch nochmal kritisieren oder sowas. Aber jetzt für den Moment machen wir es mal so oder sowas, weil so funktioniert das als Gedanke im Kopf und geht in den Kopf reingedrechselt irgendwie. Würdest du dem Argument irgendwie Credit geben oder ist das Humbug? Also das ist jetzt vielleicht eine Didaktik, das ist eine andere Ebene, ne? Das ist eine Didaktik-Ebene, aber... Also ich kann es jetzt auch nicht generell abweisen, dass das irgendwie ich will nicht sagen, dass das generell gar nicht geht. Ich kann nur sagen, für den konkreten Fall, den ich untersucht habe, kann ich sagen, dass es Lehrbücher gibt, die es schaffen, die historischen Aspekte dieser Arbeit korrekt im Sinne von nicht falsch darzustellen und das auch auf teilweise knappen Platz zu machen. Also ohne viele jetzt Seiten zu verschwenden für Historie, die vielleicht wirklich nicht unbedingt in ein Physiklehrbuch so detailliert reingehört. Und trotzdem halt so eine Art didaktische Motivation vor dem Kapitel für spezielle Relativitätstheorie irgendwie zu machen. Und da dient ja halt auch oft die Geschichte wirklich als so eine Art Motivationswerkzeug. So schon die alten Griechen haben und dann kam aber so. Ne? Mhm. Und insofern würde ich das in diesem konkreten Fall schon so ein bisschen als Ausrede sehen, wenn dann jemand sagt, ja, aber die Didaktik macht mir das besser möglich, wenn ich das so und so schreibe. Wie gesagt, ich habe da, habe es jetzt nicht auswendig, welches Lehrbuch da jetzt konkret das genau richtig gemacht hat, aber ich habe da Lehrbücher identifiziert, die das schaffen, das auch historisch korrekt darzustellen und trotzdem jetzt irgendwie nicht... Da trotzdem eine didaktische Motivation irgendwie beizubringen. Ja. Ich hätte ja jetzt so spontan vermutet, dass viele der AutorInnen von diesen Physikbüchern darüber nie nachgedacht haben und das aus ihren eigenen Lehrbüchern, die sie kennen, einfach übernommen haben als Wahrheit, weil sie das gar nicht wissen, dass es da eine Inkorrektheit gibt. Klingt plausibel, klar. Ja. Also aber ich fand das ganz interessant, weil Anja Lorenz auch schreibt, sie muss bei einem Querschnittsthema als Medieninformatikerin den Bildungswissenschaftlern glauben, wenn die sagen, dass manche Menschen besser auditiv als visuell lernen. Und dann denke ich mir auch so, hätte ich jetzt gedacht, naja, vielleicht haben die PhysikerInnen dann, also die geschrieben haben, auch einfach geglaubt, was in den anderen Lehrbüchern stand und sagten, naja, ich kann das ja jetzt als Physikerin nicht überprüfen. Also glaube ich das mal und übernehme das in mein eigenes Lehrbuch oder sowas.
Ich glaube, man muss auch Wissenschaftlern zugestehen, dass es, auch wenn sich einem erstmal die Nackenhaare sträuben, wenn man das hört, dass es sowas wie Folklore gibt, oder? Also, dass es so bestimmte Sachen gibt, die dann nur noch wiedergegeben werden oder sowas, in bestimmten Staubecken der Wissensbildung, wo man denkt, okay, ich muss es sozusagen jetzt nicht herleiten oder beweisen, sondern es reicht, wenn ich das mache. Und bei Geschichte, das wäre vielleicht so ein Fall, was anfällig ist für so eine Folklorebildung, wo dann wirklich, weil ich irgendwie mal das so gelernt habe oder so, ich in mein eigentlich ansonsten sehr anspruchsvolles Lehrbuch es wieder so reinschreibe und es wieder wiedergebe. Ne? Folklore gibt es in der Wissenschaft, es ist sicherlich so, also wissenschaftssoziologisch einfach betrachtet. Ne? Mhm. Ja, Mr. Prosser hat hier gerade nochmal geschrieben, wir hatten den Gerzen-Knese als Standardphysikbuch. Das war, denke ich, ziemlich korrekt drin. Und ich habe gerade nochmal nachgeblättert. Genau, ich habe auch den Gerzen in der Auflage von 1997 mir angeguckt und habe da auch in der Tat nicht zu kritisieren. Ja, den Gerzen hatte ich auch. Ich habe sehr gelitten mit ihm. Wir waren nicht immer gute Freunde. Aber ich war besser mit dem Gerzen befreundet als mit Tippler. Ja, den Tippler hatte ich irgendwie nie. Hattet ihr denn ein Lieblingslehrbuch in eurer Studiumszeit? Ich kann gleich Leuten über mein Lieblingsmathebuch was erzählen. Ja, oh Gott, ja. Absolute Lieblingsmathebücher und ein absolutes lieblingstheoretische Physikbuch. Dann sag mir mal dein Lieblingsmathebuch, bitte, Claudia. Das gelbe Rechenbuch. Ja, das gab es nur in einer einzigen Auflage und damit habe ich mein Mathe-Vordiplom mit einer wunderbaren 2,0 durchgezogen. Das war meine Lebensrettung. Ich war ja damals Vorsitzender des Häuser-Fanclubs. Der Häuser, das ist so ein grünes Büchlein oder zwei Bände, Analysis. Aha. Und den fand ich so richtig cool, okay. Ja. Nee, also ich bin. Mit dem habe ich mir auch die Nächte um die Ohren geschlagen und das war unterhaltsam. Wir machen das jetzt mal hier live, pass auf. Das gelbe Rechenbuch. Soll ich mal ein Häuser holen? Teil 1 von 3. Alles spiegelverkehrt für den Stream. Für euch müsste es richtig, ich weiß guck es gar mal, nicht. Guck mal, mein Kabel soweit reicht. Ja. Ja, bei Soziologie gibt es halt für die Bindestrich-Soziologien oder für bestimmte Themenbereiche natürlich die Klassiker oder so. Ne? Also einen haben wir, okay. Okay, das ist wow. Häuser. Mhm. Ja. Welches war das bei dir? Also ein Klassiker bei der Wissenschaftssoziologie ist ja der erwähnte Thomas Kuhn, wo es dann die interessante Story für mich gab, das war jetzt nochmal so eine lustige Sache, dass ich vor ein, zwei Jahren oder so Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache von Ludwig Fleck kennengelernt habe, ein deutscher Wissenschaftssoziologe, der zeitgleich ohne Thomas Kuhn zu kennen, über das gleiche Thema ein Buch geschrieben hat, mit ganz, ganz ähnlichen Überlegungen. Super cool, super interessant. Für alle Thomas Kuhn-Fans da draußen, Ludwig Fleck, der Oberhammer. Sehr interessant. Da habe ich hier im Haushalt eine Fleck-Expertin, die zu ihm ihre Abschlussarbeit geschrieben hat. Nein, echt jetzt? Vielleicht sollten wir sie mal einladen, dass sie uns hier was erzählt, oder? Das ist ja cool. Okay. Ja. Wahnsinn. Ja, schön. Ja. Ja. Aber das wäre ja nur mein Mathebuch. Warte, mein Lieblingsphysikbuch war Nolten. Das ist also ein theoretisches Physikbuch. Und also ich weiß nicht, also im theoretischen Physik sind die meisten Leute sehr oft durchgefallen. Ich nur einmal. Das ist schon guter Durchschnitt. Ich und auch. Auch nur einmal. Naja, ich wollte euch vielleicht noch von meinem Albtraum erzählen. Du bist durchgefallen durch eine Klausur wahrscheinlich, oder was? Durch mehrere, ja. Okay, weil ich bin mal durch eine Hauptdiplomsprüfung durchgefallen. Nein! Mein Albtraum, von dem ich euch noch erzählen wollte. Also ich habe dieses Physikgrundstudium halt gemacht, habe dann das Fach gewechselt in Geschichte der Physik. Ja. Und das war auch noch mit dem Uni-Wechsel und so verknüpft und dann ist dann auf einmal bei einer ganz anderen Fakultät und so. Und dann musste ich aber noch in Physik weiter Hauptstudiumsveranstaltungen machen. Also ich habe kein ganzes Physikstudium gemacht, sondern mehr so eine Art Dreiviertel-Physikstudium und musste dann auch eine Diplom-Abschlussprüfung in Physik machen. Und bin dann halt zu diesem Prof gegangen und habe gesagt, hier, ich muss noch eine Prüfung machen, aber ich bin ja eigentlich nur so ein Nebenfächler, trotzdem muss ich eine Hauptfachprüfung machen, aber vielleicht können wir ja ein bisschen milde walten lassen. Und bin dann in diese Prüfung reingegangen und habe da irgendwie so gesagt, ich lerne mal so die ersten 80%, der wird ja wohl mir irgendwie so einen Fächler-Bonus geben.
und die letzten 20% nicht abfragen. Und das war also eine vollkommene Fehlabschätzung. Und dann hat er nur aus diesen letzten 20% gefragt und ich bin da wirklich aus der Prüfung rausgegangen und konnte keine einzige Frage beantworten und war halt glatt durchgefallen. Und meine damalige noch Freundin saß unten und holte mich ab und ich dachte wirklich, ich wäre bei Wetten, dass irgendwie oder Verstehen Sie Spaß mit falscher Kamera, versteckter Kamera, weil das wirklich so albtraumartig war. Naja, dann habe ich die letzten 20% nachgelernt, habe 4 Wochen später nochmal bei da genau im selben Büro gesessen und habe eine 1-0 gemacht und ja. Das ist ein Unterschied zwischen Durchfallen und einer 1-0. Ja. Wahnsinn. Aber du hast es nicht bei Abschlussprüfung, sondern bei Klausuren. Ja, ja, ja. Also ich studiere, bin ja nur Meteorologin geworden, weil ich so oft durch Chemie durchgefallen bin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ich bin eine Chemie-Niete und bin da halt quasi mehrfach durchgefallen. Und dann dachte ich, okay, ich mache Meteorologie, weil dann hat man anstatt Chemie als Nebenfach. Informatik wollte ich nicht machen, weil ich dachte, ich kann nicht programmieren. Ich dachte, das können nur Männer. Ja. War so, und dann habe ich das Chemie gemacht und Chemie war ich wirklich schlecht drin, hatte ich auch in der Oberstufe schon nicht mehr, also das habe ich abgewählt und bin halt so oft durchgefallen und wenn ihr dann Meteorologie gemacht hat, hatte man Meteorologie als Nebenfach, aber ansonsten alles an Physik und nach dem Vordiplom hätte man zurückwechseln können zur Physik. Ja, also dann hätte man das Nebenfach umgangen. Das haben mit mir noch 3 andere PhysikerInnen versucht und wir sind alle Meteorologinnen geworden. Witzig. Ja, genau, also das, also beim Durchfallen von Klausuren bin ich super. Ich habe auch nur einen Schein im ersten Semester geschafft, Mathe mit 4-0. Und ja, aber das geht. Lambert, was sind deine Geheimnisse über Durchfall? Durchfallen. Ich fand das so eine lustige Sache, dass irgendwann war mir das mal aufgefallen. Das gibt es wahrscheinlich. Regalmeter psychologische Literatur darüber, dass durch Prüfungen durchfallen und uns insbesondere nachträglich irgendwas aberkannt bekommen, sodass man es nochmal machen muss, dass das, so meine Hypothese, ein ganzes Genre von Träumen ist oder so. Alle anwesenden Psychologen werden lachen, weil es gibt ja keine Genres von Träumen, aber ihr versteht, was ich meine, ja? Und das ist lustig. Ich hatte da selber keine traumatischen Erlebnisse, glücklicherweise irgendwie. Aber irgendwie scheint das ja so eine Sache zu sein, die einen dann, auch wenn man es nicht wahrhat und wenn man sich für cool hält oder so, einen dann vielleicht doch auf eine komische, subtile Weise beschäftigt oder so, oder? Mhm. So auch so, dass man irgendwie in einer komplett anderen Lebensphase irgendwie einen Traum dazu hat, dass man das Abi nicht bestanden hat oder dass es ungültig ist oder so. Was für ein Käse irgendwie, ja? Also dass man irgendwie so ein, wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Winkel des Gehirns noch so einen Rest hat irgendwie, der wirklich sich damit beschäftigt, wie irre, herausfordernd und challenging das ist mit dem Abi oder so. Ich finde es kurios. Ja, ich finde gerade toll, Anja Lorenz. Ich komme zum E-Learn, ja. Weil ich Mittwoch frei hatte und das Seminar das einzig halbwegs sinnvolle war. Mega, oder? Ach, wie toll. So läuft das. Also diese geraden Berufswahl-Stories, die brauchen, also das, ach komm. Man muss Anja, so ich kann nur sagen, die E-Learning-Szene kann froh sein, dass du das Freitag, dass du Mittwoch frei hattest. Also das ist wirklich mal ein Glücksfall. Das wäre schade gewesen, wenn du mal was anderem gelandet wärst, weil du dann beitragst. Mr. Prosser schreibt im Chat, mein Albtraum war die Chemie-Vordiplomsprüfung. Der Prüfer meinte, mir was Gutes zu tun, indem er dauernd Hinweise gab, wo die Elemente relativ zu anderen im Periodensystem stehen. Sowas lernt man als Physiker doch nicht. Nein. Klingt trotzdem gut aus. Ah. Ja. Naja. Hm. Oh, Gott. Ach. Aber ich sag auch, also ich hatte auch in Meteorologie im Vordiplom auch nur eine 3. Ja. Also man kann aber auch damit dann eine Diplomarbeit schreiben, die mit einer 1 bewertet wird. Das geht alles. Lasst euch nicht abhalten von nicht so guten Noten in dem, was ihr gerne macht. Hängt so mal vom Prüfer, ja. Tagesform, Thema, ja. Ja, ja, ja. So ähnlich kam ich zur Physik. Chemieleistungskurs kam nicht zustande. Übrigens, meine Diplomprüfung habe ich dann in Atmosphärenchemie gemacht. Und ich habe ja in meiner Doktorarbeit und in meiner Diplomarbeit ausschließlich programmiert. So viel zu meinen Abneigungen, ja. Ne? Ja. Das ist lustig, ja, ja. Guck mal, jetzt haben wir hier. Schön, haben wir uns doch mal jetzt hier ein bisschen besser kennengelernt, ja. Auf wissenschaftlicher Ebene. Ja.
Das fand ich jetzt super spannend. Ja. Das können wir als Sonderformat nochmal beibehalten. Ihr habt ja bestimmt noch 2, 3 andere Texte in eurem Leben veröffentlicht. Muss ja nicht die Abschlussarbeit gewesen sein. Ist ja interessant. Ja, ich glaube, da würde noch was gehen, ja. Ja. Oder wir laden mal Leute ein, die uns was erzählen. Also Mr. Prosser, der ja offensichtlich auch wahrscheinlich sein Diplomarbeit in Physik mal darstellen könnte. Ne? Und InformatikerInnen oder Anja Lorenz mit E-Learning, das ist alles. Ich sehe schon, es wird interessant. Hm. Haben wir denn genug Platz hier im Stream, um jetzt hier noch Gäste reinzuholen? Also jetzt oder noch jemanden reinholen, ist, glaube ich, Gott, oh Gott. Nee, ich meine nur so generell als Format. So. Ja. Ich würde schon sagen, dass wir hier noch ein bisschen Platz haben. Hier spricht der alte Spruch, trifft der alte Spruch zu, dass im Internet noch genügend Platz frei ist. Und wir haben noch ein paar Bits übrig. Ein paar Bits übrig, genau. Ja. Aber nur schwarz-weiß, also für Farbe reicht es nicht mehr. Ja. Und der Ton kostet in Mono. Geld. Ja. Ach, wieso? Ja, ich finde auch dieses Thema mit den Karrierepfaden, das hat so viele schillernde Aspekte. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Unterhaltung, die ich super interessant fand, die mich auch danach noch beschäftigt hat. Da hatte mir ein Kollege gesagt, also das ist vielleicht irgendwie viel TEB-Kontext jetzt, aber vielleicht auch gar nicht oder sowas. Der meinte, okay, gut, also man kann natürlich jetzt so sagen, dieses ganze Programmieren und so weiter, das ist dann Teil von irgendwie einen Doktor machen in Informatik und dann eine akademische Veröffentlichung dazu, dann als Schritte zu einer akademischen Karriere als Informatiker oder sowas. Aber ich und bestimmte Leute, die ich kenne oder so, wir mögen es ja einfach nur an der, wie formuliert es, an der Tastatur zu sitzen und coole Probleme zu lösen oder so. Und allein diese Beobachtung finde ich interessant, nicht? Dass man sagt, okay, man kann an der Bibliothek sitzen und sagen, hey, es gibt coole Probleme, die löse ich mal. Und für andere Leute ist es Teil einer Informatikerkarriere, aber trifft für mich nicht zu oder so. Also fand ich sehr interessant zum Nachdenken darüber, was für Positionen, Rollen und so weiter es dann zum Beispiel gibt in so einem Laden, wo im Programmieren eine Rolle spielt. Ja, wo es dann so viele Querverbindungen gibt, ja, wie man das aufgreifen kann. Ja, Wahnsinn. Ja, und ich unterstütze voll die Aussage, negative Ergebnisse sind veröffentlichungswürdig. Und ich finde, so eine Fehlerkultur ist einfach wichtig, so auch gerade in der Wissenschaft. Ich habe ja auch eigentlich eben ein Experiment vorgestellt, das zu dem Zeitpunkt, als es gemacht wurde, das Michelson-Morley-Experiment als Negativresultat angesehen wurde. Und de facto ist es halt ein Riesen-Learning daraus entstanden. Ne? Und, super Beispiel. Ja. Wenn du dann halt irgendwie sagst, da muss das totgeschwiegen werden, dann darf da nicht drüber gesprochen werden. Also Mr. Prosser, was auch immer du erforscht hast, vielleicht steht die nächste wissenschaftliche Revolution vor der Haustür und in 18 Jahren wird man dereinst sich deiner Diplomarbeit erinnern und sagen, warum haben die das nicht alles schon früher erkannt, als der Mr. Prosser das damals doch schon irgendwie rausgefunden hatte, dass das gar nicht so ist? Ja. An irgendeiner Stelle hatte ich mal neulich gelesen, Wissenschaft klingt eigentlich selten so, Heureka, das ist es, sondern häufiger so, das ist aber merkwürdig. Und das ist, oder? Und da ist ein bisschen was Wahres dran, muss man mal zugeben, ja. Oder? Ja. So, ja. Das kann so gar nicht sein. Da muss ein Fehler sein. Ist schon 26 Jahre her. Okay, dann erzähl uns vielleicht von deiner Doktorarbeit. Wie cool. Ja. Ach Mensch. Ja, okay. Ja, oh Gott, warte. Wie lange ist meine Diplomarbeit her? Ach Gott. Nee, geht noch. Sind erst, du brauchst keine Zahlen zu nennen, ja. Aber tu es trotzdem. Es sind erst 12 Jahre. Meine okay. Diplomarbeit und mich trennen erst 12 Jahre. Mein Gerzen ist von 89. Ja. Ja. Das sind Schätze. Nicht wegwerfen. Nee, auf keinen Fall. Ja, ja, vor allem für die Editionsausgabe des Gesamtwerks dann. Dein Gerzen mit deinen Notizen, Mr. Prosser, der wird wichtig sein. Da wird man verstehen, wie sich dein Verständnis entwickelt hat, wo vielleicht schon erste Irritationen mit der bestehenden Lehre aufgekommen sind und so weiter. Schon in jungen Jahren erkannte er. Genau. Ja. Hat er mit einem kritischen Kommentar gelb mit dem Textmarker unterlegt.
Ja, da fällt mir auf, ich habe in manchen Lehrbüchern, insbesondere beim Greiner, ich weiß nicht, ob ihr auch den Greiner hattet oder du, Claudia, da habe ich auch manchmal echte schlimme Fehler gefunden. Und irgendwann war es mal so viel, dass ich da die mal in den Verlag geschickt habe und dann irgendwann haben die sich bedankt und haben mir nochmal einen fehlerfreien Greiner zurückgeschickt. Oh, wow. Echt witzig, cool. Wow. Ja. Post-Publish Peer Review. Ja. Gab es von Donald Knuth, wo wir die ganze Zeit von LaTeX hier gesprochen haben, nicht auch so ein Ding, dass er so ein Bounty, der hat mit dieses Bounty-System geprägt, dass man irgendwie von ihm $1 bekommen hat für jeden Fehler, den man in Tech gefunden hat oder so, ne? Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es war mal so ein bekanntes Beispiel. Das wäre mal eine Methode, Reviewer zu bezahlen. Genau, genau. Ah, okay. Ja, super. So, jetzt haben wir aber hier 2:15. Wow, ja. Rekord. Aber das war wirklich spannend. Ich fand das toll, was wir alles Unterschiedliches gemacht haben. Was ihr alles so forscht, nicht schlecht. Ja. Ja, ich finde ein ab und an einen Einschub mit zeigt her eure Forschung. Hat was. Der Knut steht auch hinter mir. Ach ja, siehst du mal. Du hast, ja, cool, ja. Ja, wir sitzen genau vor der Sammlung der Lehrbücher des Studien, der verschiedenen Studiengänge. Ja, gut. Ich glaube. Ja. Genau, wir rufen weiterhin dazu auf, euch selber oder andere Gästinnen und Gäste uns vorzuschlagen. Ansonsten, glaube ich, würden wir auch noch weitermachen mit unserem bisherigen Herangehensweise, mal immer so Paper oder sowas vorzubereiten und dann einander vorzustellen. Aber wie gesagt, wir würden auch gerne mit euch noch stärker in den Diskurs kommen und vielleicht so ähnlich wie wir das jetzt heute gemacht haben, dass ihr euch uns mal eure Forschungsdinge vorstellt. Ja, also im Prinzip könnten wir ja auch deren Forschungsergebnisse vorstellen. Also wenn da jemand sagt so, das ist meine Abschlussarbeit, erzähl doch mal. Ja, und bei der Gelegenheit startet natürlich euren eigenen Twitch-Stream und lasst es uns wissen, wenn ihr das macht. Also gerade so, ich meine, und bedient euch schamlos an all unseren Ideen, kopiert alles mal gucken, vielleicht kommt ihr noch auf gute Ideen. Ja. Was man auch machen kann. Ja. Hm. Ansonsten bleibt uns ja nur einen schönen Abend zu wünschen, oder? Neuen Termin haben wir schon, ne? Ach ja, den neuen Termin haben wir. Das war der 7. Also er steht auf jeden Fall da unten. Der 7. Mai, meine ich, oder? Ich scroll gerade mal hier. Dafür müsste ich jetzt selber auch noch. Genau, der 7. Mai steht bei mir im Kalender. Donnerstag, der 7. Okay. Ja. Okay. Mhm. Ja, genau, da geht es dann weiter, 7. Mai um 21 Uhr. Und genau, da haben wir schon einen Gast, eine Gästin und genau. Thema verraten wir noch nicht. Nee, das wird zu einfach. Ja. Gut, dann. Ah, Anja Lorenz weist noch auf das EduCamp online hin. Danke für den Hinweis. Ja. Okay. Dann vielen Dank fürs Zusehen, mit Chatten, leise, still zuhören, rumlurken. Alles freut uns sehr und wünschen euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal in exakt 3 Wochen. Tschüss. Passt auf euch auf.